Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Flashback-Podcast-Formats. Ja, es ist schon ein paar Tage her seit der letzten Ausgabe, die von diesem Format über die Bühne ging. Es war der Flashback zu WrestleMania 10, eine der größten WrestleManias in der Geschichte der WWF. Ja, und wenn man auf mal auf den Timetable guckt, das war im April. Jetzt haben wir Ende Juli. Also zu Recht kann man uns kritisieren dafür, dass wir jetzt lange Zeit etwas Flashback-technisch geschwiegen haben. Denn das heutige Event, das wir besprechen wollen, ist der King of the Ring 1994. Und jetzt muss ich kurz mal blättern. Der ging über die Bühne, genau im Juni, das sowieso. Ich glaube, am 19. hatten wir, glaube ich, gerade gesagt. Am 19. Juni, ja. Am 19. Juni 1994. Insofern sind wir da auch ungefähr anderthalb Monate überfällig mit dem Flashback zum King of the Ring, wenn wir es immer quasi aber zum... Ja? Umso länger wir brauchen, umso näher liegen wir am SummerSlam und umso schneller kommt dann noch ein neuer Flashback-Podcast. Müssen wir ja das Positive sehen. Das kann man uns auch negativ machen. So erst lasst ihr uns verdarben mit euren Reviews und dann ballert ihr sie kurz und dann raus, wo wir gar nicht hinterherkommen. Egal, wir sind stets bemüht, das kann man, glaube ich, sagen. Und ihr habt ihn schon besserwisserisch hervorquaken gehört. Meine bessere Hälfte, herzlich willkommen, der Nexus 3D, der Marvin. Besserwisserisch, ich fasse es nicht. Jetzt werde ich hier schon wieder sofort in eine Ecke gedrängt. Das ist ja unglaublich. Aber ich freue mich trotzdem mit dir hier den Flashback-Podcast zu machen. Ich habe dir ja vorhin geschrieben, dass ich mich auf dein zartes Stimmchen freue. Ja, da muss ich kurz mal intervenieren. Also ich dachte, zwischen uns wäre seit Silvester klar, das ist gute Freundschaft und ein bisschen was Körperliches. Aber deine neuesten SMS- oder WhatsApp-Nachrichten, die deuten an, dass da irgendwie doch ein paar mehr Gefühle reinkommen, Marvin. Was ist da los? Nein. Die Absprache war doch klar. Nein, die Absprache ist und bleibt klar, aber ich träume manchmal. Ich träume manchmal. Ja, das ist ja gut. Der SummerSlam steht ja auch kurz bevor. Ich habe ja die Einladung ausgesprochen. Mal gucken, ob wir uns da sehen und gemeinsam gucken. Ich glaube, hier Zack und Jens sind auch eingeladen. Mal gucken, was geht, ob es nicht geht. Aber wenn, werde ich mich schon sehr freuen, auch dann dein Körper und dein Stimmchen live vor Ort dann zu entspannen. Das kriegen wir alles irgendwie gewuppt. Okay, zur Sache. Wir wollen heute über das King of the Ring Turnier sprechen. Wir hatten es als Pay-Per-View in dieser Form zum ersten Mal 1993. Damals hat Bret Hart gewonnen. Darüber haben wir ja auch ein Flashback schon gehabt. Nun war die Ausgabe logischerweise von 1994 dran. In einer Zeit, in der viel, ja, wie soll ich sagen, die Wellen hochschlugen beim Marktführer. Der Steroidskandal war gerade in vollster Blüte, will ich sagen. Und auch juristisch wurde es langsam eng. Das hat man schon dadurch gesehen, dass wir nicht Vince McMahon am Kommentatorenpult haben, der das normalerweise sich nicht entgehen ließ. Bekannte Gesichter, die am Mikrofon saßen, waren Gorilla Monsoon und der Macho Man Randy Savage, soweit so bekannt. Sonst auch immer gerne dabei, Vince McMahon höchst selbst. Der konnte nicht dabei sein. Stattdessen war ein merkwürdiger Football-Opa, Art Donovan, der dusselige Sachen erzählt hat. Vince fehlte. Nexus kann uns kurz erzählen, warum genau. Warum fehlte er? Ja, weil sein Prozess, wie du schon gerade eingeleitet hast, dann am 5. Juli begann. Und dementsprechend hat er sich vorbereitet. In den Shows wurde er aufgrund einer Nackenverletzung rausgeschrieben. Fragt mich nicht, wie die zustande gekommen ist. Zu hart moderiert. Wie bitte? Zu hart kommentiert. Ja, das kann sein. Jetzt knackst du wieder, aber jetzt ist wieder weg. Ich rede mal einfach weiter, während du dein Mikrofon da richtest. Ja, auf jeden Fall zuvor, darüber könnte man eigentlich wirklich einen eigenen Podcast machen, weil da so viele Facetten und unglaubliche Dinge passiert sind während dieses Skandals und allgemein dieser Anabolika-Steroiden-Missbrauch ist unglaublich, was damals so in den 80er, 90ern abging. Trotzdem auf jeden Fall zuvor, der eigentliche Prozess ging ja schon 91 los, da wurde eben der damalige WWF-Arzt oder einer der Ärzte ja angeklagt und später eben im Jahre 94 dann kam es dann zu Vince McMahon, der sich eben auch vor Gericht verantworten musste, eben nicht nur weil auch die Anklage bestand, dass er selbst Vertreiber von solchen illegalen Substanzen gewesen ist und vor allem auch selbst welche genommen hat und das ist auch belegt. Sehr spannender Prozess, vor allem, weil unter anderem der
Ultimate Warrior, genau der und Hulk Hogan unter anderem, genau, vor Gericht dann aussagen mussten. Also sehr spannender Prozess und ja, sehr, sehr kritische Zeit für die WWF da dort im Allgemeinen. Ich glaube, das hängt auch zusammen, ich hätte es vielleicht jetzt später auch im Match nochmal erwähnt, aber kann man ja auch direkt zu Beginn. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man dann so diese New Generation, ne, da kommen einige Videos im Laufe des Laufe der Show, einige Videos. Ich glaube, deswegen hat man auch so versucht, die neue Generation hervorzuheben, dass man irgendwie versucht abzuschließen mit den Wrestlern, gerade gerade so Wrestlern wie Hulk Hogan, die halt dann doch bekannt geworden sind für ihren Steroidenmissbrauch. Ironischerweise stand dann einer, der eben Teil dieses Skandals war, Roddy Piper im Main Event, der bekanntermaßen und auch damals schon bekanntermaßen auch Steroide genommen hat. Naja, aber soweit kurz zur aktuellen Situation damals im Jahre 1994. Kann ich kurz mal anfangen? Roddy Piper. Warte, dein Mikrofon, was machst du? Du darfst nicht so jetzt, oft rutschen. Jetzt mach ich nichts. Ist besser? Ja, jetzt bist du wieder leise, aber es geht. Mhm. Roddy Piper, das hast du eben angesprochen. Ist das denn erwiesen, dass er Müsli geknabbert hatte? Ja. Das hat okay. Sowohl der Arzt, der ihm das verkauft hat, bestätigt, als auch vor Gericht wurde das dann nochmal hervorgeheben. Also quasi die ganze Main-Event-Szene damals in den 80ern. Warte, ich kann gerade mal nachschauen, welche Namen da noch unter anderem aufgezählt wurden. Oh ja, also, mach mal bitte. Also Hulk Hogan, Randy Savage, der Ultimate Warrior, Roddy Piper, die wurden genannt. Ironischerweise häufig die, sage ich mal, in der Zeit nicht mehr im Main Event gestanden sind, sondern im Midcard, wie zum Beispiel Sergeant Slaughter, George Steele, Bob Backlund, galten wohl als einer der wenigen, die keine Steroide genommen haben. Ebenso wie der King Kong Bundy oder Butch Miller. Nikolai Volkoff auch nicht. Obwohl, nee, Quatsch, bei dem war es nicht ganz sicher. Und aber verschiedene Aussagen auch von Hulk Hogan oder anderen Beteiligten haben davon gesprochen, dass immer manche sprachen von 75-80% des Rosters, manche sogar von 90, haben tatsächlich zu dieser Zeit diese Mittelchen eingenommen. Und ich meine, die Namen, die du gerade aufgezählt hast, die geknabbert haben sollen oder erwiesenermaßen auch geknabbert haben, beziehungsweise die Namen, wo das nicht der Fall sein sollte. Ich meine, guckt euch doch einfach mal die Körper bei den entsprechenden Pay-Per-Views von 1985 bis 1990 ungefähr an. Das ist geradezu in die Augen springend, meines Erachtens. Der einzige, wo ich es tatsächlich in den 80ern nicht wirklich wahrgenommen habe, wo ich es dafür beim King of the Ring 94 umso deutlicher gemerkt habe, war Roddy Piper, der tatsächlich eigentlich, soweit ich es gesehen habe, nie den überragenden Körperbau hatte, aber bei King of the Ring ja sowas von drahtig und muskulös und durchtrainiert wirkte. Er sah für sein Alter auf jeden Fall ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, ob er zu diesem Zeitpunkt immer noch Mittelchen genommen hat, aber der Körper lässt zumindest darauf schließen. Ich habe ihn noch nie in besserer Verfassung gesehen. Also auch bei den ganzen WrestleMania 1, da war er ja auch im Main-Event und nachher in so einem Boxkampf, was er da alles mit Mr. T abgezogen hat. Er sah nie so gut aus wie an diesem Tag, fand ich. Da war ja kein Gramm Fett zu viel und 41 war er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als King of the Ring startete. Aber gute Güte. Aber wie gesagt, fand ich spannend. Was ich halt heftig finde, was ich dann auch so da gab es einige Aussagen und Gerichtsakten, da hat Hulk Hogan wohl auch gesagt, dass er seit 79 da bereits schon zu Anabolika und dem ganzen Zeug schon zugegriffen hat, also auch eine sehr lange Zeit. Also für viele war das auch das Normalste der Welt, genauso für den Ultimate Warrior. Der hat auch gesagt, er hat da er vor seiner Wrestling-Karriere bereits schon bei irgendwelchen Bodybuilder-Wettbewerben mitzumachen, hat er schon Mittelchen genommen und eben auch dann während seiner Zeit. Und was ich erschreckend fand, um jetzt vielleicht dann doch nochmal kurz darauf einzugehen, wie gesagt, man kann da wirklich einen eigenen Podcast drüber machen, weil das so ein komplexes und spannendes Thema ist. Eben der Hauptangeklagte, einer eben der WWF-Ärzte, der bereits, glaube ich, schon seit 77 dort gearbeitet hat, in der Hochphase in den 80ern, hatte er tatsächlich einfach einen eigenen Laden im Lockerroom, wo die Wrestler hingehen konnten, sich das kaufen durften. Ja, also natürlich nicht angeordnet von Vince McMahon, aber toleriert. Und das hörte erst auf Ende der 80er, als der Arzt eben ins Visier des FBIs geraten ist.
und Vince McMahon dann versucht hat, Schadensbegrenzung zu betreiben, indem er dann auch Wrestlern gesagt hat, wie ihr lasst euch erwischen und wenn, oder versucht generell über andere Quellen euch nun die Drogen zu besorgen. Also das ist, also stell dir das mal vor, einen eigenen Laden quasi, wo die Leute einkaufen konnten. Ebenso wie ganz viele Belege, dass halt auch viel verschickt wurde, sogar ans Hauptquartier der WWF. Also das ist natürlich schon heftig. Es ist Hammer. Wobei du, wie gesagt, auch eigentlich bedenken musst, die Frage ist nicht, wer hat es damals gemacht, sondern eher müssen wir fragen, wer hat es nicht gemacht, genau, sozusagen. Ja, ne? Ja. Das war ja, das gehörte ja einfach dazu. Und ich bin auch bis heute überrascht, wenn du die von dir genannte Reihe dir mal anguckst, sei es der Ultimate Warrior, sei es Rick Rude, sei es, wen haben wir denn da noch? Ja, Roddy Piper kann man nennen. Oder auch den Macho Man. Warum, und das finde ich so faszinierend, Hulk Hogan, der hat geknabbert ohne Ende und der ist immer noch da. Ne? Also natürlich, ich dachte, ja, das wäre einer der ersten, den es eigentlich so mit Mitte, Ende 40 dann dahin raffen muss. Hat ja auch geworkt ohne Ende nachher auch noch, bis nachher weit über 50 Jahre hinaus. Hammer, dass der nicht vom Schlag getroffen wurde. Also, ich meine, alle anderen hat es dahin gerafft, ne? Ja, manche haben Glück gehabt, manche leider eben nicht. Also viele sind ja auch schon im sehr frühen Alter dann eben verstorben und natürlich, ne, das ist halt irgendwie mehr oder weniger Glück und Zufall. Ja, und immer die Kombination Steroide, Kokain, Schlafmittel, Alkohol. Immer, genau, immer dieses Gemisch, ne? Ja, genau. Schlafmittel wurden auch sehr viel vertrieben. Genau, da gibt es zahlreiche Auflistungen von Medikamenten. Also, das war gefährliche Normalität damals. Ja, und heute teilweise verklärend romantisiert als eine Zeit, als Männer noch Männer waren. Ganz gefährlich, aber ganz spannendes Thema. Eigentlich müsste man tatsächlich mal einen Podcast drüber machen, aber da müsste man wirklich Wochen recherchieren. Das ist so tief in den Facetten. Wir wollten es hier aber einfach mal angesprochen haben. Und das war sozusagen nur die Spitze des Eisbergs, derer sich Vince McMahon jetzt eben stellen musste oder dessen sich Vince McMahon jetzt stellen musste. Und weil Vince eben alle Hände voll zu tun hat, wurde er von Art Donovan ersetzt. Ich habe es vorhin gesagt, merkwürdiger Football-Obi. Ich habe eben mal ganz kurz in seinen Steckbrief geschaut. Gute Güte, der Mann hat einiges erlebt. Zweimaliger NFL-Champion mit den Baltimore Colts 1958 und 59. Viermal Pro Bowl, fünfmal Pro Bowl, viermal im First Team All-Pro. Seine Nummer 70 ist retired worden. Das ist ja quasi der Ritterschlag für jeden Spieler. Und er war im Zweiten Weltkrieg aktiv und hat beim Kampf um Iwo Jima mitgekämpft. Also wer so ein bisschen sich in der Geschichte auskämpft, Battle of Iwo Jima, die Szene, wo die Amis da die Fahne aufgestellt haben, ist ja um die Welt gegangen. In der Schlacht dabei gewesen zu sein, das ist schon, uns auch noch überlebt zu haben. Der Mann ist rumgekommen und hat quasi einen Legendenstatus sondergleichen. Und konnte sich dann auch erlauben, sich so ungefähr überhaupt nicht auf diese Show vorbereitet zu haben. Ja, Highlight seiner Karriere dann bei King of the Ring am Kommentatorenpult zu sitzen. Absolut, absolut. Der Kerl war zu diesem Zeitpunkt gerade 14 Tage, 70 Jahre alt und hat wirklich, wie soll ich sagen, aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Als dann Diesel mit Shawn Michaels in den Ring kam, ja, wer ist denn dieser komische Kasper da? Was tüdelt der rum? Was wiegen die Wrestler eigentlich? Genau. Hammer, ja. Hammer. Es war echt zum Fremdschämen, also irgendwann hast du ja auch vorhin, also in der Vorbesprechung gesagt, da irgendwann wurde er auch einfach gekonnt ignoriert und auf seine Fragen gar nicht mehr eingegangen. Wenn er sich mal einbrachte, ich weiß noch irgendwie, fragte er dann irgendwie auch Randy Savage und Monsoon, ob sie sich denn hoffentlich auch nicht so böse verhalten, also zu ihrer aktiven Zeit so böse verhalten haben, wie manche Männer da gerade im Ring und sie dann einfach nur das kommentarlos haben stehen lassen. Ja, aber ich weiß nicht, wenn ich Art Donovan einlade oder irgendeinen Menschen, der von Wrestling gar keine Ahnung hat, aber eine Art Volksheld aus den 50er Jahren ist sozusagen. Also entweder ich gebe ihm so ein bisschen Background-Info oder dann muss ich die Show auch bis zum Ende durchziehen und muss dann eben mit ihm interagieren, aber ihn on-air, so ab ungefähr zwei Drittel der Show hat man es dann gleich komplett gelassen, auf ihn einzugehen, weiß ich nicht, aber hat so einen herrlichen Trash-Faktor, allein deswegen lohnt es sich schon die erste Stunde sich sozusagen anzugucken. Also das hat einen Akt unfreiwilliger Fremdschämen-Komik, die man eigentlich so bei WWF nur finden kann. Vermutlich wollte man der Show einfach auch dann nochmal mehr Wichtigkeit verleihen, indem man einen großen Namen verpflichtet. Und irgendwie, das war ja, also der King of the Ring hatte ja damals einen sehr hohen
Stellenwert. Und ich meine, auch die amerikanische Nationalhymne wurde zu Beginn gesungen. Das wird ja meist nur gemacht, wenn irgendwie ein Feiertag ist oder eben ein großes Event in der, bei der WWE bzw. WWF ansteht. Absolut. Warte mal ganz kurz. Wir waren ja in Baltimore zu Gast. Moment. Habe ich gesagt, wo der Kerl gespielt hat, aber war es in Baltimore? Nee, ne? Irgendwie habe ich die Namen des Teams gerade. Klein Moment. So, Ja, Art suche. Donovan hat gespielt für. Doch, die Baltimore Colts. Also man hat einen Local Boy Na, sozusagen okay, nochmal ja. gebracht, um Pops aus der Halle dann zu kriegen. Aber gute Güte, dann lass ihn doch da kurz vor die Fans treten, als dass du ihn dann da mit solchen ausgebufften Profis wie Monsoon und dem Macho Man. Ach Gott, na gut, man hat's gemacht. Ging ein bisschen nach hinten los, aber aus heutiger Sicht ein absolutes Trash-Highlight und eine Randnotiz, die wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen wollten. Gut, bevor wir jetzt zum eigentlichen Wrestling kommen, eine andere Randnotiz, die aber eigentlich auch schon damit erklärt ist oder dadurch erklärt ist, was Nexus eben schon sagte. Das hat sich auch beim SummerSlam 94 fortgeführt, was hier beim King of the Ring sehr, sehr deutlich zelebriert wurde, das Gelaber über die New Generation. Alle Nase lang war hier irgendwas mit New und das ist das Face of the New Generation und so weiter. Hintergrund ist klar. Steroide, das waren alte Zeiten, das will man gar nicht mehr haben. Gab es auch alles gar nicht, deswegen ist jetzt alles neu. Wir kennen das aus totalitären Regimen und eben auch von Vinces Laden. Dann pusht man das eben ganz nach vorne. Alles ist neu, obwohl die Hälfte der Worker die gleichen waren. Aber was soll der Geiz? Zur Sache würde ich sagen, Marvin, erstes Match? Genau, machen wir erstes Machen Match, wir. ja. Erstes Match. Bam Bam Bigelow gegen Razor Ramon. Razor Ramon trat hier an ohne die Intercontinental Championship. Wir erinnern uns, bei WrestleMania 10 hatte er sie in, ja, ich muss es auch heute noch so sagen, in einem überragend guten Leitermatch gegen Shawn Michaels verteidigt. Da war ja die Frage, wer hat eigentlich den richtigen Gürtel? Am Ende des Tages hat dann Razor Ramon durch das Klimmen der Leiter die Championship erhalten. Er hat sie dann. Ich glaube, am 30. April verloren in einem Singles-Match gegen Diesel. Natürlich war das nicht clean und fair und square in the middle of the ring. Shawn Michaels hat eingegriffen, aber seitdem war Diesel der amtierende Intercontinental Champion, sodass wir hier ein ganz normales Singles-Match hatten. Singles-Match ist ja sowieso ein Tournament-Match, aber Razor ohne sein geliebtes Gold sozusagen. Ramon immer noch Heel, immer noch großartige Reaktion. Ich werde es nie verstanden haben. Hat sich auch gleich als Frauenversteher präsentiert, indem er der zarten Luna Vachon erstmal vor dem Match den Zahnstocher ins Gesicht geworfen hat. Ansonsten kam das, was man von Bam Bam Bigelow kannte. Relativ intensive Aktion. Seine Headbutts kamen auch relativ schnell. Der Flying Headbutt, also sein Finisher vom obersten Seil, der allerdings daneben ging. Meines Erachtens wurde in diesem Match deutlich, dass Razor Ramon mit einem sehr guten Gegner, wie es Shawn Michaels ja war, gute Matches zeigen kann. Aber wenn er, sag ich mal, auch die Initiative ergreifen muss und in der Offense ist und das Match führen soll, hat er immer Probleme gehabt, meines Erachtens. Das hat man hier auch gesehen. Es gab Timing-Probleme. Sein Selling war nicht das Beste. Für mich wirkte es tatsächlich so, dass hier der Big Guy, also Bam Bam Bigelow, das Match geführt hat und Ramon Musste er, entsprechend ja. das Tempo mitgegangen ist. Marvin? Genau, er musste es führen. Also das war, glaube ich, deutlich zu sehen. Bam Bam Bigelow hat sich hier sehr angestrengt, auch Razor Ramon da irgendwie gut darstellen zu lassen. Es ist ihm auch gelungen. Er hat dann, sage ich mal, für ein schönes Comeback von Razor gesorgt nach dem Torture Rack. Das war schon ganz gut gemacht, aber man hat, wie du sagst, also Razor Ramon braucht Matchführer, er kann selber nicht ein Match zusammenstellen und ein Match interessant erzählen, psychologisch zu erzählen. Bam Bam hat es hier versucht, so also bestmöglich ihn auch dann gut dastehen zu lassen. Und wie gesagt, auch einmal mehr war ich hier also von Bam Bams Agilität überrascht und überzeugt und es war wirklich ein großartiger Big Man. Ich fand es als Opener sehr, sehr schön, erfrischend und schnell. Aber wie gesagt, war jetzt kein überragendes Match. Aber Bam Bam Bigelow hat sich Mühe gegeben und mit Razor Ramon dann ein halbwegs gutes Match auf die Beine zu stellen. Ja, genau so habe ich es auch gesehen.
Es war auch Bam Bam Bigelow, der die spektakulären Aktionen hier gezeigt hat. Zum Beispiel hat er tatsächlich einen Moonsault-Versuch vom obersten Seil angesetzt. Der konnte dann allerdings gekontert werden von Razor in ein Slam. Und danach war auch schon vorbei. Also den Razor's Edge haben wir hier nicht gesehen. Das sollte auch nicht verwundern. Und dann war der Opener vorbei. Mein Kommentar zum Match hier habe ich aufgeschrieben, eher mau, Bam Bam, aber ziemlich stark, was die Matchführung angeht. Und das geht auch so in Richtung, was du auch eben gerade schon zum Finish gesagt hast. Wir müssen hier auch bedenken, es war ja vorgesehen, dass Razor Ramon das ganze Ding hier bis ins Finale bringen wird. Und dafür waren 8,5 Minuten Opener gegen einen Mann wie Bam Bam, der recht intensiv zur Sache geht, auch schon kein Pappenstiel. Und das heißt, Bam Bam musste das Match führen, weil es war dann sein Auftritt of the Night. Mehr hatte er an diesem Abend nicht zu worken, während Razor noch seine Kräfte ein bisschen sparen musste. Insofern war das Match okay. Meltzer hat, glaube ich, 1,75 Sterne gegeben. Das war ein Tick mau. Ich hätte es ein klein bisschen stärker gesehen. Ja, Ich hätte 2¼ gegeben. Ja, genau. Aber gut, das sind halt Nuancen. Es war ein netter Opener und wie gesagt, dann doch relativ schnell, was dann auch immer dann bei den Männern dann auch überrascht. Aber war jetzt kein Highlight, was man gesehen haben muss. Nee, war kein Must-See sozusagen. Wollte ich dazu noch irgendwas sagen? Nö, das war's eigentlich. Ne? Razor gewinnt das erste Match, zog dann in die nächste Runde ein und wir hatten danach das zweite Match des Abends. Irvin A. Scheister, immer noch der große, Midcard Worker im eigentlichen Sinne. Also er hat so oft den Job gemacht, man kann es gar nicht zählen. Seine große Zeit hatte er ja mit Money Inc., wo er auch dann mal die Tag Team Championship halten durfte. Und auch schon vor Money Inc. war er ja mal als Mike Rotunda unterwegs und durfte die Gürtel mal halten. Das war noch in den 80ern. Lange, lange ist es her. Ansonsten mit seinem Steuereintreiber-Gimmick. Also ich fand es großartig. Und du hast recht, Marvin. Je öfter ich jetzt die Matches sehe, man erkennt im Gesicht dann doch Bo Dallas und vor allem Bray Wyatt. Definitiv, ja. Da war ich ja zuerst ein bisschen skeptisch, aber wenn man darauf achtet, doch mal auch in den Bewegungen, wie er in die Seile geht, das kann man schon erkennen, wer da Vater seiner Söhne ist. Der trat gegen Mabel an. Mabel kennen wir, oder wenn wir jetzt nur rein die Flashback-Geschichte uns angucken, bisher nur aus dem Tag-Team Man on a Mission, wo er mit dem nicht ganz so groß geratenen Mo ein ungleiches Tag-Team bildete, wo ich mir fragte, was ist denn die Mission von den beiden? Natürlich die Tag-Team-Championship zu holen, aber nein, sie wollten auch quasi in der Nachbarschaft, also im Ghetto, versuchen, gute Laune und eine Zukunft für die Kids zu präsentieren. Musikalisch eher im Bereich der damaligen Hip-Hop-Szene oder was man im Hause WWE als solches interpretierte, angesiedelt. Hatten bei WrestleMania ja auch ein Titelmatch, haben gegen die Quebecers auch gewonnen, aber nicht via Countout oder Submission, nicht via Submission oder Pin, sodass der Titel auch nicht wechselte. Ja, und dann war es irgendwie vorbei mit Man on a Mission. Wir haben eben nochmal recherchiert, Marvin. So einen richtigen Split gab es nicht, ne? Nee, also das war so still und heimlich, hat man da irgendwie die beiden dann getrennt, eben weil man auch, glaube ich, Potenzial in Mabel gesehen hat, einfach aufgrund seiner Körpergröße. Er war immer derjenige, ne, gerade auch zu der Zeit waren immer diese großen, kräftigen Männer halt immer dann doch noch das Vorbild das gewünschte Bild von Vince McMahon. Und dementsprechend, glaube ich, hat man ihm dann hier einfach dann auch in das Turnier gestellt. Also großartige Story dahinter gab es nicht. Es war ein reines Turniermatch. Ich überlege gerade, sich qualifiziert gegen Pierre. Damals. Ich meine auch, ja. Bei Raw. Genau, einer von den Quebecers. Also da war keine große Storyline. Match selber, muss ich sagen, fand ich nicht gut. Also hat mich überhaupt nicht gepackt. War ein Big Man-Match, aber IRS finde ich jetzt so als Wrestler, da finde ich, wirken seine Söhne dann doch wie zwei Götter im Ring. Also IRS, fand ich, hat nie großartige Matches erzählt. Aber er ist stets bemüht gewesen, das muss man anerkennen. Wie siehst du das? Also ich fand das Match jetzt, hat mir gar nichts gegeben. Nee, also auch hier um der Chronologie mal wieder ihr Recht zukommen zu lassen. Wenn Dave Meltzer einem Match nur einen halben Stern gibt, wird so stark nicht gewesen sein. Das war hier der Fall. Zu IRS-Fähigkeiten, die sehe ich einen kleinen Tick differenzierter. Er war gerade in den 80ern
im Tag-Team-Bereich durchaus stark, auch mit Flotten und auch Flying-Aktionen hat er mich da sehr überzeugt stellenweise. In den 90ern war es dann nachher auch so, dass er dann auch langsam älter wurde und natürlich, tatsächlich, ja. Ich will nicht sagen Jobber war, weil sein Status dafür einfach, er hat Heat gezogen ohne Ende mit seinem, klar, Steuereintreiber-Gimmick, aber du hast recht, es war dann wrestlerisch nicht mehr so, dass er Matches führen konnte. Er konnte Leute overbringen, indem er verloren hat, aber er brauchte gute Gegner, um gute Matches zu zeigen. Das habe ich hier auch. Ja, ist auch nicht schlecht, gerade im Tag-Team-Bereich, glaube, hast du schon recht, ist aber auch nochmal eine andere Geschichte, da liegt der Fokus nicht zu sehr auf einer Person, logischerweise. Dementsprechend, klar, und hier das Alter wird auch eine Rolle gespielt haben, aber IRS war jetzt nie, den ich irgendwie mit unglaublich gutem Wrestling verbunden habe, aber er war over, das muss man anerkennen, er hat immer wieder mit seinen Promos, die er auch immer gut gehalten hat, immer schön Heat gezogen. Also sind wir beide, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, denn im Ring hast du recht, in den 90ern, da war er ja als Singles Worker unterwegs, das war nicht wirklich dolle, muss man dann auch tatsächlich so sagen. Seine Stärke waren tatsächlich seine Promos. Am Mike war der Kerl schon richtig stark, fand ich, immer mit Pay Your Taxes und was auch immer, egal in welcher Stadt wir jetzt sind, sie ist dafür bekannt, dass sie alle ihre Steuern nicht zahlen. Und was hier eben auch ein Problem war, gegen so einen Mann wie Mabel musste IRS das Match führen. Und da hat man eben auch gesehen, dass es gegen einen wie Mabel schwer ist und dass IRS, wenn er das Match führen soll, dass es dann generell schwer wird. Und dann kommen eben auch nicht mehr viel als ein halber Stern dabei raus. Was ist in diesem Match passiert? Ich musste so lachen, weil das auch, glaube ich, der Punkt war, als sie dann langsam anfing, Art Donovan zu ignorieren. Im Match fragte er dann Randy Savage und Gorilla Monsoon, sag mal, macht euch das Kommentieren eigentlich hier wirklich Spaß? Ich meine, das ist ja schlimmer als Football hier. Das war schon nicht schlecht. Ansonsten, Mabel hat viel getanzt. IRS musste das Match führen und hatte dabei eben so seine Probleme. Eine Aktion, gerade am Ende, das war, glaube ich, so die letzte Aktion des Matches, Mabel krabbelt aufs zweite Seil, was immer er da machen will oder wollte, vielleicht wollte er einen Splash zeigen, keine Ahnung, das hat er ja ab und zu mal gemacht. IRS wirbelt am Seil und anstelle, dass Mabel einfach runterhüpft, macht er einen Kusselkopf nach vorne kopfüber. Ich meine, das ist ja auch brandgefährlich für einen Mann mit in seiner Gewichtsklasse. Packt sich auf die Fresse und spreizt noch dabei seine Beine, was habe ich aufgeschrieben, wie eine paarungsbereite Dame in einem schlechten Porno. Beim Cover hatte er schon vor dem ersten Count meines Erachtens die Schulter oben. Auch nicht schlecht. Also das Finish war ein bisschen verbotscht. IRS hat tatsächlich gewonnen, natürlich unfair. Wie gesagt, nicht so überragend großartig einstudiert das Ende. Aber hier hätte ich echt gedacht, dass Mabel das Rennen macht. Aber natürlich, wenn du dir die weiteren Matches anguckst, ich guck mal, gegen wen trat denn der Sieger dieser Paarung an? Gegen Razor Ramon. Du kannst ja nicht Face gegen Face stellen. Also Razor war Face, Mabel war auch Face und die WWE-Logik ist einfach. Hier musste also der Heel weiterkommen und das war eben Irvin R. Scheister und deswegen, ja, du hast schon gesagt, 5,5 Minuten, doll war es nicht, ne? Genau, man konnte es aber ertragen und dann ging es ja auch, sag ich mal, gut weiter, ne? Also man wurde so ein bisschen belohnt, dass man auch durchgehalten hat durch die ersten Matches. Du hast ein Stichwort gebracht. Man wurde ein Stück weit belohnt. Als nächstes stand das Match zwischen Tatanka und Owen Hart an. Tatanka war zu diesem Zeitpunkt immer noch als Face gebuckt. Er war auch noch ein Stück weit over, aber es lief sich irgendwo in Richtung Niemandsland, will ich sagen, fest. Ja, man hat das an den Reaktionen schon gemerkt, dass das Momentum fehlte irgendwie als in dem Jahr davor und Anfang des Jahres. Also irgendwie wirkte da, er wirkte auch nicht mehr, ehrlich gesagt, so motiviert, da großartig noch was zu machen. Also hatte ich so den Eindruck. Ja, genau, weil eben auch nicht, es ging nicht mehr vorwärts, so nach dem Motto. Es lief sich langsam tot und man musste was machen. Man hat auch was gemacht beim SummerSlam. Also so viel schon mal im Vorblick auf den danach folgenden Flashback. Aber in diesem Fall war Tatanka immer noch auf der Ebene, wo er schon 2 Jahre lang vorher war. Und wenn nichts passiert, dann nutzt sich dieses Gimmick natürlich irgendwann ab. Ob mit oder ohne rote Haarsträhne. Dieses Mal trat er ja ohne rote Haarsträhne schon an. Aber das sind Nuancen, die seinem Gimmick dann auch nicht mehr groß was gebracht haben. Gut, Owen Hart war nach seinem starken Match bei WrestleMania 10 gegen Bret, das er ja gewonnen hatte,
als Heel, sag ich mal, in den höchsten Card-Regionen auch entsprechend over. Der hat Heat gezogen ohne Ende, hat seine Rolle als Heel auch klasse gespielt. Seine wrestlerischen Fähigkeiten stehen außer Frage. Und dieses Match, hat Marvin ja schon angedeutet, war ein starkes Match. Für manche das stärkste der Show, für mich tatsächlich nicht, aber richtig, richtig gut. Wir haben gerade von Owen schöne Aktionen gesehen, einen wunderschönen Missile Dropkick vom obersten Seil gegen Tatanka. Tatanka hat dann irgendwann seinen schönen Aufputsch-Kriegstanz gemacht, kam dann auch mit einem DDT und mit einem schön ausgeführten Powerslam gegen Owen Hart zu einigen Nearfalls. Das Ende des Matches bestand aus einem Sunset-Flip von Tatanka, den Owen kontert und den Indianer quasi zum Sieg einrollt. Meltzer haute hier 3,25 Sterne raus. Das fand ich sportlich. Ich bin nicht ganz so hoch gewesen, aber Marvin fand das Match richtig, richtig gut. Also ich fand das wirklich richtig gut, einfach auch für die Länge. Wir können ja gleich über dein bestes Match diskutieren. Da eben auch für mich dann die Länge eine wichtige Rolle spielt. Trotzdem, was hier muss man auch irgendwie nochmal eine, also man hat es schon oft genug gesagt, aber immer wieder auch eine Lanze für Owen Hart brechen. Also erstmal als Heel so unglaublich großartig. Und ich finde, man, wie gesagt, man hat zu Beginn gemerkt, dass bei Tatanka da irgendwie die Reaktion, ja, so, ne, waren positiv und waren noch da, und aber auch Owen Hart wurde zu Beginn bejubelt. Und die erste Sache, die sich dann Owen eben annimmt im Match selber, ist halt die Heel- und Face-Rolle nochmal klar zu verteilen mit ganz klassischen, aber sehr wirkungsvollen Taktiken. Und so, dass die Fans dann auch einfach wieder so komplett in das Muster verfallen sind und Tatanka auch mehr bejubelt haben. Großartig, also ein großartiger Worker. Und ich finde, das hat er wunderbar gemacht. Und es gab vor allem, das hat mir sehr gut gefallen, dass es eine schöne Nearfall-Serie gab, bevor Owen Hart dann den Pin kassiert hat. Und das hat irgendwie für mich das Match sehr spannend und schnell gestaltet. Und ich habe, obwohl, sag ich mal, Owen Hart für mich persönlich auch zu Beginn des Matches als Favorit reingegangen ist, habe ich immer mal wieder geglaubt, vielleicht staubt hier Tatanka den Sieg dann doch ab. Also wenn man mal ohne Spoiler dann in die Shows geht, ohne sich die Ergebnisse vorher anzugucken. Also das war wirklich ein sehr gutes Match. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde trotzdem jetzt nur 3 Sterne geben. So einfach ein gutes Match, was man sich angucken kann. So, ich finde immer alles so jenseits, also über 3 ist, finde ich, dann doch immer sehr, sehr sehenswert und sollte man sich angucken. 3, finde ich, ist eine gute Erklärung für ein gutes Match, aber man verpasst jetzt auch nichts. Aber wenn man sich die Shows anguckt, dann sollte man dieses Match gesehen haben. Da gehe ich mit. Also ich bin auch bei 2¾ Sternen ungefähr. Es ist ja eh immer nur ein subjektiver Eindruck, so mit den Sternen, aber wir können ja ein bisschen rumspinnen. Ich finde, es ist einfach generell, finde ich dann immer so, das sind halt immer nur Nuancen, wie man dann eben auseinanderliegt. Und viele regen sich ja immer so extrem drüber auf, gerade wenn man den Twitter-Account von Dave Meltzer verfolgt, wie warum Dave Meltzer da keine 5 Sterne gegeben hat und warum 6 Sterne und was jetzt alles das kaputt macht. Und ich finde, man muss das alles locker und sportlich sehen. Man kann seine eigene Meinung bilden. Ich finde das System einfach an sich ganz praktisch, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen. Aber wie gesagt, man kann da auch auseinanderliegen und trotzdem Matches gut finden. Eben. Und wenn Dave Meltzer irgendwie rumspinnen kann, dann können wir das auch. Und wir sagen ja nicht, dass unsere Meinung jetzt die tollste ist oder die von Dave die tollste oder Dave hat keine Ahnung. Wir sagen einfach auch mal was dazu und genau. Mehr ist es ja letzten Endes nicht. Und es gibt so ein paar Schallmauern, die 3-Sterne-Grenze ist eine Schallmauer, die ein Match zu einem richtig, richtig guten Match macht. So, und da muss man sich eben entscheiden, ist das schon ein richtig gutes Match oder eben eins, das nur ordentlich ist und noch nicht ganz richtig gut ist. Und alles, was über 4 Sterne ist, ist eben verdammt stark. So, genau. Also bärenstark. Großartig, würde ich sagen. Genau. Ja. Und da kann man sich irgendwo so bei dieser 3-Sterne-Grenze, ist man hier, glaube ich, nicht verkehrt. Und wenn man hier meint, 5 geben zu wollen, soll man 5 geben. Jeder, wie er mag. Ne? Das ist ja alles nicht so heiß. Also ich meine, ein Match stellt sich natürlich auch, sage ich mal, aus mehr oder weniger objektiven Dingen auch zusammen. Also einfach auch Qualität an sich, das man auch, glaube ich, relativ neutral feststellen kann. Aber ganz viele subjektive Eindrücke spielen da auch eine Rolle. Und ich glaube auch, gerade wenn man, sage ich mal, so im Nachhinein auch dann nochmal, ach man, im Nachhinein Matches nochmal anschaut, spielen da nochmal andere Dinge eine Rolle, gerade auch die Verbindung zum Wrestler, vielleicht Kindheitserinnerung. Und wenn man das dann so ein bisschen neutraler macht, spielen aber halt Aspekte auch wie Psychologie und Publikumsreaktion, Fehde, also Geschichte hinter den beiden Wrestlern, alles so eine Rolle.
Und wie gesagt, deswegen kann man da auch immer so unterschiedlich mal drauf gucken. Ich finde, genau, man soll einfach locker sportlich sehen, ne? Genau, es ist ja alles letzten Endes nur ein subjektiver Eindruck und den kann man kundtun oder man kann es lassen. Wir machen es einfach mal, die Freiheit nehmen wir uns. Und ihr könnt ja auch gerne eure Match-Noten auch unter den Podcast sozusagen schreiben, wenn ihr Bock habt. Das machen wir auch bei den Pay-Per-Views immer. Feuerfrei, Freunde, macht, wie ihr lustig seid. Beim nächsten Match zum Beispiel gehe ich mit dem guten Dave nicht ganz konform. Marvin dafür eher schon. Es war das nächste First-Round-Qualifying-Match oder First-Round-Match. Es bestritten Double J Jeff Jarrett, jetzt bei Global Force Wrestling der große Player, gegen den 1-2-3-Kid sozusagen. Seinerzeit auch sehr over. Ich fand Jeff Jarrett damals, als er in die WWF kam, fing ich an, aus der WWF zu gehen. Ich fand den Typ völlig daneben, wobei er ein gewisses Charisma selbstverständlich nicht oder wobei ein gewisses Charisma bei ihm nicht zu leugnen ist, ja, auch wrestlerische fand, Fähigkeiten auch nicht. Das kam erst später. Also ja, das ist richtig. Das stellte sich vor allem so gegen Endzeit bei WWF und dann auch bei der WCW erst heraus irgendwie. Ich will mal ganz kurz gucken. Jeff Jarrett. Erstmal, wann ist er geboren worden? 67, so alt ist er noch gar nicht. Der Kerl ist gerade 50 geworden. Was hat er denn gerissen in seiner Karriere? Championship. Er hat bei WCW viermal den Heavyweight Championship gehalten und dreimal den United States Championship. Ja, aber das sollte man vielleicht nicht zu hoch bewerten, weil ich glaube, einige Titel kamen, glaube ich, gegen Endzeit der WCW, wo, sage ich mal, das an der Tagesordnung war. Ja, das ist vollkommen richtig, aber er hat auch in anderen Ligen Titel gehalten und auch bei WWF, immerhin sechsmal IC-Champion in einer Zeit, wo es noch anders war, auch mit ONH Tag Team. Also er ist jetzt keine Graupe sozusagen. Auf gar keinen Fall, nein, er war auch immer in der Lage, gute Matches auf die Beine zu stellen. Seine Geschichte, ich glaube, er hatte immer sehr viel Potenzial, gerade auch in der WWF Ende der 90er, hätte man mehr machen können, er kam nie über diesen Midcard-Status hinaus. Genau, und ist dann halt dann zur WCW zurückgekehrt in der Zeit, wo es dann, sag ich mal, dann doch deutlich bergab ging. Ja. Aber auch gerade bei TNA, dessen, sag ich mal, Teilgründer er auch war, hatte er einige gute Matches bestritten. Aber was ich halt bei ihm immer so einen bitteren Beigeschmack hatte, er hat sich, glaube ich, immer sehr geil gefühlt. Gerade auch bei TNA, und ich finde es immer kritisch, wenn man, sag ich mal, Mitgründer einer Liga ist, sich dann auch immer sehr in den Main Event zu pushen. Und das war halt bei Jeff Jarrett tatsächlich der Fall. Klar, er wollte vielleicht auch gerade zu den Anfangszeiten auch als Aushängeschild dienen, aber immer mal wieder sich irgendwie dann doch in den Vordergrund, und wenn man gerade so seine Geschichte und seine Biografie anguckt, ist er eigentlich durchweg, bis er dann TNA verlassen hat, immer eigentlich in den obersten Card-Regionen aufgetreten. Ich erinnere mich an Fehden gegen Kurt Angle, keine Ahnung. Also er hatte immer, sag ich mal, eine sehr wichtige Rolle, und ich glaube, so meine Vermutung, oder Sting natürlich auch, ist meine Vermutung einfach, dass er da immer ein bisschen was kompensieren wollte, was er vielleicht bei WWE oder bei WWF damals nicht geschafft hat. Wäre definitiv möglich, zumal, das passte auch sehr schön, was du gerade gesagt hast, mit dem Eindruck, den ich damals als kleiner Steppke von ihm hatte. Er kam ja nicht so richtig über die Midcard hinaus, wie du schön gesagt hast. Für mich wirkte er damals einfach wie ein Ric Flair für Arme. Er hat ja sogar seinen Walk da irgendwie teilweise nachgemacht, den auch Charlotte jetzt immer gerne nimmt, diesen Ric Flair Walk. Und wo ich dachte, nee, jetzt nochmal mit so einem Ric Flair 2-Gimmick hier versuchen wollen, was zu retten. Gut, er hat natürlich dieses Country-mäßige immer dabei gehabt, Nashville und so, ist ja bekannt. Aber das trifft es schon ganz gut. Er wollte vielleicht mehr sein, als er tatsächlich war, zumindest in der WWF. Und das wollte er dann bei TNA, wo er dann in Charge war, entsprechend kompensieren. Und heute schickt er seine Frau los, um Braun Strowman lang zu machen. Man weiß es nicht genau. Okay. Das Match fand ich übrigens, und da sind wir nicht ganz auf einer Linie, richtig gut. Jeff Jarrett gegen den 1-2-3-Kid. Es ging eigentlich relativ flott schon zu Beginn los. Und das Tempo wurde auch, es war leider nur etwas kurz, 4,5 Minuten, aber bis zum Ende gehalten. Intensiver Whip-In gegen Kid in die Ecke. Der hat auch richtig geknallt. Danach ging es technisch weiter. Wir haben Sunset-Flips gesehen, diverse Suplexes oder Suplessen, nennt es wie ihr wollt. Tempo war immer drin. Eine Swanton-Bomb vom obersten Seil vom 1-2-3-Kid, der oder die daneben ging. High-Cross-Body haben wir gesehen. Und irgendwann kam ein Small-Package, out of nowhere sozusagen, gegen Jeff Jarrett. Und 1-2-3 hat den Sieg sozusagen gestohlen, in Anführungszeichen. Genau, also das
Ja, Entschuldigung, mach weiter. Ja, ich wollte nur, bevor du kurz zum, was nach dem Match passiert ist, sagen. Also, grundsätzlich war es halt schon sehr schnell geführt. Das war schön. Ich glaube, mit mehr Zeit hätte das auch ein gutes Match werden können. Aber war mir irgendwie, hatte ich dann doch das Gefühl, so ein bisschen zu viel Comedy seitens von Jeff Jarrett irgendwie drin. Irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwas hat mich dann an dem Match selber gestört. Aber das, der 1-2-3-Kid hat da auf jeden Fall einiges an Arbeit geleistet und seine Matches sind halt immer generell sehr schnell und spektakulär. Aber hat mich jetzt nicht so gepackt, das Match. Ich muss sagen, war so irgendwie nichtssagend. Okay, ich fand es eben tatsächlich etwas mehr als das, weil es eben, da ist was abgegangen. Da war Geschichte und es war auch nicht nur eine Aneinanderreihung von Spots, fand ich zumindest, sondern es war auch ein Match. Und deswegen fand ich es gar nicht verkehrt, auch weil die Geschichte, die danach noch kam, es wurde ja quasi nach dem Match noch die weitere Geschichte für das King of the Ring erzählt, in dem Jeff Jarrett erstmal intensiv Rache nahm mit drei Piledrivern und diesen drei Faustschlag-Finisher, die er vom obersten Seil immer gerne gebracht hat, wo er dann runtergesprungen ist und mit der Faust dann dem Gegner ins Gesicht geschlagen hat. 1-2-3-Kid war danach eben angeditscht, so war die Geschichte. Und ich habe hingeschrieben, eigentlich ganz gutes Match. Meltzer hat 2¼ gegeben. Ich weiß nicht, ob ich hier auf 3 komme, aber 2¾ würde ich auch geben, um bei diesen Sternen mal wieder zu bleiben. Und Marvin und ich sind jetzt eben nicht so ganz beieinander, aber es war auf jeden Fall kein Reinfall. Und da sind wir dann, glaube ich, gar nicht so weit. Nee, Reinfall entfernt. Nicht, aber ich würde dann eher dann bei Meltzer bleiben. 2¼ Sterne. So. Jo. Aber wie gesagt, ne? Also es war kein Reinfall. Ich muss sagen, also so generell auch so dieses Gefühl, nachdem ich dann Owen Hart gesehen habe oder den 1-2-3-Kid, gemeinsam mit Bret Hart waren das eigentlich wieder die drei Männer, die diese Show auch wieder getragen haben. Und da sieht man einfach so wrestlerisch einfach auch deren Klasse, weil ansonsten oder generell war das ein Pay-Per-View, der sehr davon gelebt hat, dass ein Wrestler den anderen durch das Match gebracht hat und dementsprechend hat man dann, also hier finde ich, haben die drei einfach sehr herausgestochen. Ja, gebe ich dir absolut recht. Und damit kommen wir zu einem Match, über das man, glaube ich, sehr viel reden kann. Und das werden wir auch machen. Das große Titelmatch um die WWF Championship. Diesel als Intercontinental Champion, wir haben ja gerade vorhin was zur Geschichte gehört, warum er den Titel denn überhaupt halten durfte. Er hat ihn am 30. April, wie gesagt, von Razor Ramon mit Hilfe von Bret Hart gewonnen, gegen den amtierenden gegen den amtierenden Heavyweight Champion Bret Hart, der den Titel ja bei WrestleMania 10 ja, errungen hatte von Yokozuna, genau, so war das ja. Genau, darüber haben wir im letzten Podcast gesprochen. Ringbegleitung von Diesel war der damals nicht zu verhindernde Shawn Michaels. Bei Bret Hart war offen, wer ihm denn in seiner Ringecke Begleitung geben würde. Fakt war, das hat Bret Hart vorher gesagt, es wird ein Family-Member sein. Und da war ja schon so ein bisschen klar, in welche Richtung es ging. Ich habe das Ding ungespoilert geguckt. Ich habe damals das King of the Ring auch nicht mehr live geschaut, meine ich. Und deswegen dachte ich mir mal gucken, wer kommt. Und als ich dann Jim the Anvil Neidhart gesehen habe, habe ich mich tierisch gefreut. Denn ich fand die Hart Foundation immer großartig. Und ich werde das Match nie vergessen beim SummerSlam 1990. Hart Foundation gegen Demolition, 2 out of 3 falls Match, wo die Hart Foundation die Titel dann von Demolition gewonnen hatte. Das hat gekribbelt ohne Ende bei mir, dieses Match. Und da ging es richtig mir durch Mark und Bein, als wie in alten Zeiten vor dem Match Jim Neidhart, Bret Hart quasi die Sonnenbrille abgenommen hat. Ah, das war so ein Move, da habe ich mich einfach tierisch gefreut. Wieso war Jim Neidhart wieder da? Wir erinnern uns, nachdem die Hart Foundation aufgelöst wurde und Bret Hart sehr erfolgreich auf Solofaden wanderte, hing Jim Neidhart ein Stück in der Luft. Man hat dann die New Foundation gegründet, 1992. Die traten beim Royal Rumble ja auch gegen den Orient Express an und durften gewinnen. Bestehend aus Owen Hart, damals noch als poppiger, funkiger Face, mit eben Jim Neidhart. Aber die Hart Foundation hat nicht so richtig gezündet. Und als das mit der Hart Foundation 92 vorbei war, hing Jim Neidhart in der Luft, hat die WWF entsprechend verlassen und man höre und staune, war sogar bei New Japan, hatte aber auch nicht viel gerissen, ging dann zur WCW, wo er genauso wenig reißen konnte und kam dann zurück zur WWF, um in die Fehde zwischen Bret und Owen Hart entsprechend
eingesetzt zu werden. Deswegen so also kurz mal was zur Geschichte von Jim Neidhart. Marvin? Ich muss sagen, dass das auch eine goldrichtige Entscheidung war, Jim Neidhart hier rauszubringen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass jetzt schon wieder irgendwie einer seiner Brüder oder sogar Stuart da irgendwie herauskommt. Das hatten wir in den letzten Monaten jetzt schon auch zu oft gesehen. Ne? Also klar, es ist halt eine großartige Fehde, Bret gegen Owen Hart, die immer so ein Tenor oder so ein Grundfehde eben jetzt auch in den Shows gewesen ist, auch wenn es jetzt hier gerade direkt am Anfang zumindest bei King of the Ring noch nicht so herausgestellt wurde. Das kam ja erst später. Aber die Fehde wird halt sehr langsam und sehr intensiv erzählt und deswegen habe ich mich erstmal gefreut, dass man hier nochmal so einen weiteren Aspekt, ne, weil sowohl Jim Neidhart mit beiden Brüdern eine Geschichte hat, ne, und sowieso halt verwandt ist. Dementsprechend habe ich mich gefreut und bin mit Spannung da auch reingegangen, weil er, sah auch in guter körperlicher Verfassung aus, muss ich sagen. Also er wirkte flott und freute mich so auf das Match an sich. Naja, wenn dir diese ganze Familiengeschichte mit den Harts und so zu weit ging damals schon, was bei mir übrigens auch der Fall war, dann freu dich mal auf den SummerSlam. Da wird's nochmal ein Zahn schärfer. Also eigentlich, mir ist kaum eine Wrestling-Familie so bekannt, die sich so für die WWE outgesellt hat, in Anführungszeichen, wie die Harts. Die waren ja bei jedem zweiten Pay-Per-View, hast du Stu Hart und Helen Hart nicht nur am Ring gesehen, sondern auch, dass sie irgendwie in die Storyline integriert waren. Mal haben sie mit beiden Söhnen mitgefiebert, mal war Owen der Böse, dann waren die Brüder mit dabei bei der Survivor Series. Gute Güte. Und das zog sich ja auch noch bis 2010 hin, als dann endlich der Payoff für den Montreal Screwjob kam. Da waren ja auch sämtliche Familienmitglieder von den Harts dabei. Also die haben ja auch keine Gelegenheit ausgelassen, um irgendwie beim Storytelling sich mit einzubringen. Und freu dich mal drauf, es geht weiter beim SummerSlam mit diesen Dings. Aber grundsätzlich muss man ja schon sagen, dass die Fehde zwischen Bret und Owen Hart einfach großartig ist. Ja, vor allen Dingen, sie ging ja über Monate. Ja, das war also ja das Coole. Das war so ein langsamer und intensiver Aufbau. Das ist schon mega cool gewesen. Na, also Rückblick, das fing bei der Survivor Series 1993 ja an. Und jetzt sind wir ein Dreivierteljahr später und es war immer noch lange nicht Schluss. Genau. Okay, also zum Match zurück. Wie gesagt, Diesel, IC-Champion gegen Bret Hart, Heavyweight-Champion. Es stand nur die Heavyweight-Championship auf dem Spiel. Das heißt, Diesel konnte alles gewinnen, Bret Hart konnte alles verlieren und Diesel, selbst wenn er verliert, hätte er seinen Titel nicht verloren. Also eine denkbar ungünstige Ausgangslage für Bret Hart, wobei auch mehr oder weniger klar war, na, ist ja egal. Also, es ging los, die Matchgeschichte war eigentlich schon in der Bibel das erste Mal gebracht, David gegen Goliath gewissermaßen. Bret Hart als der kleine David, der gegen den übermenschlich erscheinenden Goliath Diesel versucht zu bestehen. Shawn Michaels hat sich außerhalb des Rings alle Nase lang den Arsch abgesellt, fand ich klasse, hat immer wieder mal versucht einzugreifen, wirkte wie die kleine lästige Schmeißfliege, die man einfach nicht los wird. Enville sah als Schutzschild für Bret Hart aus wie der kleine Depp von nebenan. Mal hat er versucht, Shawn Michaels zu jagen. Shawn Michaels war immer 80 Kilometer schneller als Enville. Sah ziemlich peinlich aus, wie er ihn dann immer nicht fangen konnte. Na gut. Ansonsten, im Match selber. Bret Hart hat eine Aktion gezeigt und da wollte ich, die ist quasi synonym für alles das, was Diesel ausmacht und was ihn nicht ausmacht. Marvin und ich haben es in der Vorbesprechung schon gesagt und ich mache mal das Fazit des Matches gleich vorweg. Dieses Match ist ein bärenstarkes Beispiel dafür, was ein Worker wie Bret Hart aus einer, ich will nicht sagen Pfeife, aber aus einem limitierten Wrestler wie Diesel rausholen konnte. Es war eindeutig, was Bret Hart hier in Sachen Matchführung, Selling und offensiven Aktionen geleistet hat. Natürlich kann man Botches nicht in Gänze vermeiden. Ein Beispiel hier ist eine Aktion von Bret Hart, der vom obersten Seil auf Diesel springt. Genau, und es ist eindeutig, Diesel sollte ihn im Flug auffangen. Und er hat es nicht geschafft. Es sah so unbeholfen aus, was Diesel in dieser Aktion gemacht hat. Marvin, du weißt, was ich meine. Genau, er sollte eigentlich im Flug abfangen und ihn in einen Bierhack nehmen. Aber hat er eben nicht geschafft. Er strauchelte viel hin, hob ihn dann vom Boden quasi wieder auf und setzte dann halt den Submission-Move an. Die Kommentatoren haben es dann noch versucht, so darzustellen. Oh, eine unglaubliche Power, wie er dann, nachdem er hingefallen ist, Bret Hart vom Boden wieder aufhebt. Ja, genau, das habe ich mich totgelacht. Ja, also es war herrlich.
Und genau, also es war, wie du sagst, also es war ein Paradebeispiel dafür und generell auch in dem Match, so Positioning und alles war, was Diesel nicht so richtig hinbekommen hat. Also er musste sich sehr anstrengen, auch dann gerade, also man hatte immer das Gefühl, Bret Hart war derjenige, der auch gerade immer dieses versucht hat, eben dieses David gegen Goliath zu forcieren und darzustellen. Er hat immer versucht, das Mögliche unmöglich zu machen. Und Kevin Nash, beziehungsweise Diesel, musste da eigentlich immer nur dann zählen, aber selbst das fiel ihm schon sehr schwer. Aber er hat ihn durch das Match bekommen. Also Bret Hart ist es gelungen, sodass es nicht auffiel, dass er Diesel sehr, sehr limitiert ist, wie du sagst. Oder genau. Es fiel auf, aber er hat es gut eben überdecken können und das Match war dann doch irgendwie sehr schön. Genau, zumal Diesel dann bei den, sag ich mal, relevanten Aktionen, finde ich, dann auch tatsächlich funktioniert hat. Also Beispiel, das Match wurde ja so erzählt, dass nach einem Eingriff von Shawn Michaels Diesel über lange, lange Zeit dominiert hat. Also das Match ging fast 23 Minuten, das muss man sich auch nochmal vorstellen. Bret Hart kann solche Distanzen ohne Probleme gehen. Diesel hat da schon Probleme, gerade dann, wenn er auch in der Offensive ist. Und das war eine recht lange Phase, wo Diesel dominiert hat. Und da war das Match auch stellenweise wirklich mau, weil da kann Bret nicht viel machen außer sellen und Diesel kann nicht mehr viel machen außer schlagen und Haltegriffe ansetzen, muss man einfach mal so deutlich sagen. Was ich aber stark fand, als Bret Hart dann ein Comeback gezeigt hat, und er zeigt ja immer diese recht intensiven Faustschläge, die recht, wie ich finde, recht glaubhaft immer rüberkommen, weil er eben auch sehr, sehr gut dann mit dem Fuß auf den Boden tritt und das entsprechend eben Stiffness simuliert. Da hat Diesel überragend gut gesellt, fand ich, wie ein Boxer, der in den Seilen hing und dann immer wieder auch getaumelt ist. Dann kam die dominante Phase von Bret, wo er auch bärenstark eben Diesel durch das Match geführt hat. Die Referee-Ablenkphase kam natürlich auch. Shawn Michaels hat in dieser abgelenkten Phase Bret Hart mit dem Gürtel niedergestreckt. Diesel ließ einen Elbow-Drop folgen und hat das Cover angesetzt. Bret Hart konnte auskicken. Das war für mich so ein Moment, wo man auch locker einen Screw-Finish hätte inszenieren können. Und ich hätte es auch gekauft, ganz ehrlich. Aber Bret Hart konnte auskicken. Anvil hat dann, wenn man das jetzt so anguckt, seinen Beschützereinsatz gnadenlos verpasst. Booking-technisch war es natürlich genauso gewollt. Danach griff Anvil in das Match ein, vor den Augen des Referees natürlich. Was Shawn Michaels smart macht, macht der plumpe Anvil einfach dusselig, sodass es einen DQ-Sieg für Diesel gab, sozusagen. Und danach, das heißt ja eben, der Titel wechselt nicht. Wir wissen es ja, nur bei Pinfall oder Submission wechselt der Titel. Hier war es ein DQ-Sieg für Diesel wegen Angriff von außen von Anvil gegen Diesel. Und was passiert danach? Anvil ist erbost und geht einfach weg, während Diesel und Shawn Michaels Bret Hart nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen wird. Ich frage mich, ob dieses Match, oder ich habe mich zunächst gefragt, ob diese Art und Weise der Darstellung für Bret Hart eigentlich so glücklich war, booking-technisch. Aber wenn du dann weißt, was nach dem Match und auch in Richtung SummerSlam passiert ist, war das booking-technisch absolut in Ordnung, was man hier gemacht hat. Und zum Match haben wir ja schon gesagt, es war wirklich gut. Meltzer gab hier 3,75 Sterne. Für Marvin und mich ein Tick zu hoch, oder? Ja, würde ich sagen. Also ich würde vom Gefühl her und dann doch, wie dann auch, glaube ich, dann sehr viel richtig gebuckt wurde, würde ich 3,5 oder eher so 3,25 Sterne geben. Ja, genau, so in dem Dreh. Irgendwie so, genau. Was ich halt sagen muss, und das ist mir halt auch aufgefallen, wie du halt schon gesagt hast, ist es mir schon nach dem Match aufgefallen, dass das eigentlich so die perfekte Lösung für beide Wrestler gewesen ist. Also Diesel hat ja sowieso schon von Beginn an einen unglaublichen Push, der sich auch noch immer weiterzieht, erhalten. Und hier wurde sowohl Diesel als auch Bret Hart gut beschützt. Bret Hart hat es eben hinbekommen, eben aufgrund seiner harten Arbeit dann auch, sag ich mal, gegen den Big Man zu bestehen und sich auch zu beschützen als Champion. Es wurde halt, das Ende ließ halt relativ viel offen und ich glaube, das war ja auch Sinn und Zweck der Sache. Einmal eben so mit Jim Neidhart, warum hat er jetzt eingegriffen, ne? Und warum lässt er vor allem dann sein Familienmitglied da im Ring im Stich, weil er einfach weggegangen ist. Dann aber auch so, sag ich mal, die Fehde zwischen Diesel und Bret Hart aufgebaut, also ne, im Voraus aufgebaut wurde, ne, kann, sag ich mal, Bret Hart diese Jackknife Powerbomb bestehen.
Ne, so, und das, ja, das blieb offen und nicht geklärt, weil er ja eben nicht gepinnt wurde oder nicht mehr gepinnt werden konnte, weil Knight hat eben Eingriff. Also es war schon sehr viel Geschichte in dem Match drin und Bret Hart, finde ich, wurde hier gut beschützt, es wurde offen gehalten, er hat gekämpft, viele Nearfalls, die großartig gemacht worden sind. Bret Hart wirkte sehr zäh und sehr, sehr kämpferisch und genau, Diesel wurde eben aufgrund auch seines Pushes, beide Titel wurden beschützt. Ich fand's ein gutes Match. Und wir haben ja gesagt, Bret Hart hat hier den Großteil dazu beigetragen. Also deswegen auch dreieinhalb Sterne. Ja, dreieinhalb hätte ich hier auch gegeben. Auch, wie gesagt, obwohl ich zuerst ein bisschen skeptisch war, das Booking war insofern, wie ich finde, auch ordentlich bei diesem Match. Denn du hattest zum einen den Eindruck, dass Diesel das Match jederzeit hätte gewinnen können. Genau. Andererseits, hätte, und natürlich auch dann eben nie ganz fair, weil Shawn Michaels hat ja ein, zweimal auch währenddessen eingegriffen. Andererseits hast du auch den Eindruck gehabt, dass zum anderen Bret Hart das Match hätte jederzeit rumreißen können und gewinnen können. Und der Eingriff war ja nicht forciert von Bret. Im Gegenteil, er war während des Matches irritiert, als es passierte, hat er so gesellt eben und hat nach dem Match ja auch Anvil noch in den Katakomben gesucht, so nach dem Motto, was fuscht du mir in die Parade eigentlich? Das war nicht deine Aufgabe, hier einzugreifen, du solltest nur Shawn Michaels, sag ich mal, in Schach halten. Also Bret wurde jetzt nicht wie ein feiger Champion dargestellt. Insofern passte das schon, auch im Hinblick auf das, was nachher beim SummerSlam dann sozusagen aufgebaut wurde. Also das war mal Long-Term-mäßig echt ordentliches Booking und nicht so, wie es heute ist, dass Vince innerhalb von 20 Sekunden seine Match-Ausgänge dann auf einmal ändert. Passte hier alles gut zusammen, ne? Auf jeden Fall, ja. Gut, damit war klar, der WWF-Gürtel wechselte nicht und wir hatten sämtliche Erstrunden-Matches des King of the Ring-Tournaments auch hinter uns. Nochmal zur Rekapitulation, was nach den Erstrunden-Matches jetzt in den Halbfinals auf uns wartete. Einmal Razor Ramon gegen IRS und im anderen Halbfinale Owen Hart gegen 1-2-3 Kid gewissermaßen. Oha, bei dir ist gerade Alarm. Ja, genau, ja, hier fahren wieder. Das sind meine Gärtner, die hier gerade mit LKWs vorfahren und genau den Garten mal ein bisschen umgraben. Richtig. Da haben sie ja viel zu tun. Das ist ja richtige, Quadratkilometer das sind. Ja, es geht schon seit Wochen so total anstrengend. Mhm. Ich meine, die Außenanlagen müssen ja auch in Schuss gehalten werden. Richtig, ich kann das ja nicht alles selber machen. Wer bin ich denn? Gott bewahre, da brauchst du mindestens 30 Leute für. Ja, auf jeden Fall, deswegen LKWs, ja. Ja, okay. Kommen wir also zum ersten Halbfinale. Eben schon angesprochen, Razor Ramon gegen IRS. Machen wir es kurz und knackig. Das Match dauerte 5 Minuten und es war nicht gut. Razor Ramon hat IRS schon außerhalb des Rings angegriffen, als der noch gar nicht richtig da war. Eigentlich eine lupenreine Heel-Aktion. Egal. Den spektakulärsten Move des Matches hatte unser sympathischer Steuereintreiber. IRS wollte Razor angreifen, sprintet auf ihn zu, springt ab, aber dabei versehentlich über das oberste Seil. Eigentlich ein Move, brandgefährlich, so ein Ding zu bringen, aber er hat es dann überstanden. Um sich von dem Schock zu erholen, gab es danach erstmal viele, viele Haltegriffe. Man braucht eben auch mal Pause, zumal Razor ja nochmal ein Match später auch noch ran musste. Und irgendwann zog Razor Irvin an der Krawatte, dann kam der Razor's Edge und dann war schon Schluss. Das war's. Nicht genau. So dolle. Nee, gar nicht dolle, überhaupt nicht dolle. 5 Minuten nichts sagen und kurz. Naja, aber wie gesagt, war eher so wirklich ein Übergang, um das dann irgendwie auch schnell abzuhandeln. Ich wundere mich ehrlich gesagt so ein bisschen doch über die kurzen Turniermatches, weil das King of the Ring ja schon groß aufgebaut wurde und auch als wichtiges und Turnier ja behandelt wird. Und da fand ich gerade dann auch im Finale unglaublich, dass da die Zeiten so kurz waren. Aber gut, in dem Fall war das besser. Bei IRS und Razor Ramon, wie gesagt, Razor Ramon braucht Wrestler, die ihn auch, sage ich mal, zu einem guten Match bewegen können. Genau, und wenn man das nicht hat, macht man es lieber kurz. Und das hat man hier gemacht, um das Positive rauszustellen. So, dann kommen wir zu einem Match, das mir ganz, ganz schwer fällt zu bewerten. Das zweite Halbfinale. Owen Hart, der böse Heel, gegen den 1-2-3-Kid, das Face, der nach seinem Match von Jeff Jarrett übel auseinandergenommen wurde.
Und die Kommentatoren haben es entsprechend auch so gesellt. Meine Güte, wird er überhaupt antreten können nach dieser Abreibung, die er bekommen hat? Nachdem Owen dann im Ring war, passierte lange Zeit nichts. Dann kam die Musik des 1-2-3-Kids, der kam aber nicht. Und nach einer gewissen Zeit kam er dann die Zähne zusammenbeißend dann doch noch aus der Kabine und kam an den Ring. Ich habe, also wenn man das auf dem WWE Network guckt, sieht man ja immer die Länge der einzelnen Matches. Man sieht sie zwar nicht genau, aber man sieht, wann das Match losgeht ungefähr und wann es zu Ende ist. Also der erste Move ist, glaube ich, ein weißer Punkt und der Finishing Move ist ein roter Punkt. Und da lag nicht viel Platz dazwischen, wo ich dachte, meine Güte, das kann ja eigentlich, bevor es losgeht, ist es gleich schon wieder vorbei. Und ich habe immer darauf gerechnet, dass irgendwie ein Schlag kommt und dann ist es vorbei. Aber so war es dann nicht. Leicht gelangweilt habe ich dann gedacht, okay, gucken wir mal, was ist. Und ich war absolut geflasht. Also schon bevor es losgegangen ist, hat der 1-2-3-Kid einen Dropkick von Owen Hart eingesackt. Und der sah sehr brutal aus so. Ja, also als ob irgendwie Kid auch nicht so richtig damit gerechnet hätte in dem Moment. Ja. Er hat ihn voll abgekriegt von der Seite. Und dann dachte ich, oh je, jetzt der Big Splash von Owen. Klar, macht Sinn, dass das Match dann gleich vorbei ist. Aber es gab, und das war glaube ich auch der Finisher doch, der Big Splash von Owen vom obersten Seil, der Rocket Launcher hieß das Ding doch, glaube ich. Und da dachte ich, okay, das war's. Aber es gab einen Kick-Out vom Kid. Da dachte ich, huch, was ist denn hier los? Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Moonsault vom 1-2-3-Kid. Owen kicks out. Dann auch weiter viele spektakuläre Aktionen. Suplex, German Suplex, mit Brücke, ohne Brücke. Ich war absolut geflasht. Irgendwann setzt Owen dann den Sharpshooter an, also den Finisher seines Bruders, und hat dann entsprechend auch nach 3,5 Minuten gewonnen. Das waren für mich, und jetzt lege ich mich ganz, ganz weit aus dem Fenster, die besten 3 Minuten, die ich in der WWF in den 90er Jahren gesehen habe. Also ich muss auch sagen, ich habe dann bis jetzt nur bis 1995 geguckt, also da kommt noch die zweite Hälfte. Aber wenn man diesen Match hier 10 Minuten gegeben hätte, auf dem Niveau, ich hätte, oder 11, 12, ich hätte, und das ist mein voller Ernst, 5 Sterne gezückt. Ich glaube, das Match hatte wirklich Potenzial zu einem wahren Klassiker, da würde ich dir zustimmen. Ich fand's auch wirklich gut, das will ich gar nicht sagen, aber eben die Zeit. Zeit und zwei Booking-Entscheidungen, die für mich unverständlich waren. Also erstmal so dieses Piledriver-Gedöns da mit Jarrett, wird der 1-2-3-Kid überhaupt antreten können. Das haben wir jetzt schon so oft gesehen. Ich konnte, also das war so absehbar und langweilig. Das war so typisch Face irgendwie, dass man das gemacht hat. Dann, weiteres Problem, dann hat man schon so eine, sag ich mal, komische Geschichte gebracht, um das Match so ein bisschen interessanter zu gestalten, obwohl es das nicht getan hat. Und dann kommt der 1-2-3-Kid zum Ring und zählt kein Stück mehr. Also nichts war mehr von 3 Piledriver mit 3 Top-Rope-Faustschlägen mehr zu sehen. Und hat da rausgehauen wie sonst was, was ja auch cool ist, aber nicht nach 3 Piledrivern, die ihn fast, hatte dann kurz nach dem Match gesellt, fast getötet hätten. Und jetzt so keinen Anschein mehr irgendwie davon. Und das fand ich so ein bisschen, das hat mich persönlich so ein bisschen, oder mir persönlich das Match so ein bisschen versaut, weil halt da so gar nichts mehr von dem 1-2-3-Kid kam, was so ansatzweise darauf hingedeutet hätte. Ansonsten hast du durchaus recht, für diese 3,5 Minuten ungefähr hat man da unglaublich viele krasse Moves rausgehauen, eine Schnelligkeit an den Tag gelegt und wirklich quasi einen Klassiker im Schnelldurchlauf erzählt. Man hat Nearfalls gebracht, Owen Hart mit dem Fuß auf den Seil, wo der 1-2-3-Kid quasi fast schon den Sieg abgestaubt hätte. Und dann doch der Sieg von Owen Hart in dem Sharpshooter. Es war ein gutes Match, aber viel zu kurz. Ja, natürlich. Also das ist 3,5 Minuten, das ist in jedem Fall zu kurz. Ich muss trotzdem kurz mal auf das eingehen, was du gesagt hast. Und zwar, zum einen, wird er antreten können oder auch nicht? So eine, sag ich mal, abgeschmackte Geschichte, die man schon viel zu oft gesehen hatte, als dass man es noch irgendwie ernst nehmen könnte. Ich hab's gekauft. Und zwar aus dem Grund, wir haben schon relativ häufig bei solcher Art von Turniere erlebt, dass sich 2 Worker, die ein Match bestreiten, so dermaßen auseinandernehmen nach diesem Match,
dass es tatsächlich, dass sie beide nicht antreten können. Sogar der Gewinner und auch der Verlierer nicht. Sodass der Gegner im nächsten Match ein Freilos bekommt. Das habe ich hier auch für absolut möglich. Also bei der WWE ist eigentlich in jedem Turnier passiert sowas. Hatten wir das nicht sogar letztes Jahr im King of the Ring? Ja, hatten wir letztes Jahr im King of the Ring. Jetzt auch bei WrestleMania 4, glaube ich, wo das Turnier um die Heavyweight Championship losging. Da gab es Freilose aller Orten, weil es Countout, Double Countout und sowas alles gab. Und ich bin ungespoilert rangegangen, deswegen dachte ich, klar, der 1-2-3-Kid, der wird so abgerieben, weil er eben nicht mehr antreten können wird. Das ist ja auch noch in Ordnung, aber dann hätte er wenigstens ein wenig zumindest in dem Match seine Verletzung oder seine vorherigen Matches zählen können. Aber das war dann wie weggepustet einfach irgendwie. Ja, gebe ich dir recht. Wobei ich das gar nicht so schlimm fand. Ich hätte gedacht, okay, er kann antreten, er hat die Ringfreigabe, dann ist er zwar gehandicapt, aber da kann er auch alles zeigen. Du hast recht, das ist nicht wirklich glaubwürdig. Aber, und ich kann auch verstehen, dass es dich hier stört. Mich hat es eben nicht gestört, aber ich kann deine Argumente trotzdem sehr gut verstehen. Also, ja, weil es ihn mehr oder weniger dann auch besser beschützt hätte, weil er dann hier die Niederlage einfährt. Aber so wirkte das jetzt ein bisschen skurril, weil er erst so... Weil dann erst im Raum schon wird er überhaupt antreten können. Dann hat er volle Power, ist er angetreten und verliert trotzdem. So hätte man ihn noch ein Stück weit auch mehr beschützen können. Also es wäre so für beide Wrestler auch das Bessere gewesen, aber so wirkte, was hat es ein bisschen für mich. Aber wie gesagt, es war ein gutes Match auf jeden Fall. Dave Meltzer hat hier ja auch 3¼ Sterne gegeben. Ich würde 3 Sterne geben. Und ist auf jeden Fall sehenswert, einfach weil für diese kurze Zeit, für 3 Minuten, 37 Sekunden, glaube ich, ne, war das Match. Genau. Erlebt man hier wirklich ein Feuerwerk. Also das muss man schon gesehen haben. Und wir müssen hier eben auch bedenken, wir sind hier in einer Phase der WWF, wo wir viel Brawl-Matches gehabt haben, wo solche Aktionen generell, sag ich mal, nicht Standard waren. Und darf man auch nicht vergessen, beide Worker hatten bereits ein Erstrundenmatch in den Knochen. Und es ist sehr selten, dass dann noch so, auch wenn es nur 3 Minuten sind, solche Aktionen dann rausgehauen werden. Und da haben eben beide angedeutet, was die in 12 Minuten hätten raushauen können, wenn man sie denn gelassen hätte. Und wenn ihr wirklich mal gucken wollt, was in den 90er Jahren bei WWF möglich war, guckt euch diese 3 Minuten einfach an. Und mal unter uns, wenn Dave Meltzer für ein 3,5-Minuten-Match 3¼ Sterne raushaut, dann muss das schon Bombe gewesen sein, weil ja, kein 3,5-Minuten-Match kriegt sonst irgendwie über 2 Sterne. Definitiv, okay. Das war schon auszeichnend. Weiter geht's, wir hatten ja noch mehr auf dem Programm. Nachdem auf diese Weise also das Finale des King of the Ring feststand, nämlich eben The Rocket Owen Hart gegen Razor Ramon, hatten wir noch die Tag Team Championship auf dem Programm. Also vom Papier her eigentlich ein überragender Pay-Per-View, also was da alles verteidigt wurde. Die Champions waren nicht mehr die Quebecers. Die hatten ja nach WrestleMania 10 die Titel gegen Mo und Mabel zur Überraschung vieler verteidigen können. Hatten sie dann auf der England-Tour im Rahmen einer House-Show gegen Mo und Mabel kurzzeitig verloren, um sie 2 Tage später wieder zu gewinnen, hatten dann allerdings die Gürtel letzten Endes gegen die Headshrinkers verloren. Die waren seitdem also aktueller Träger der Gürtel. Seit Captain Lou Albano dazustieß, waren sie sogar Faces, hatten auch ordentliche Reaktionen bekommen und traten gegen ein Heel-Team erster Güte an, gegen Yokozuna und Crush. Ich konnte nicht anders. Ich wusste, dass Rikishi irgendwie diese berühmte Samoan-Family und Umaga ja auch. Es ist ja faszinierend, ihr wisst das bestimmt alles schon viel besser als ich, aber Rikishi ist Headshrinker Fatu. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Er war damals auch deutlich schlanker, musste man dazu auch sagen. Man hat aber schon gesehen, Achtern wurde es immer ein bisschen breiter bei Fatu und dann irgendwann war er dann Rikishi ein bisschen später. Und das wisst ihr bestimmt alle. Rikishi ist natürlich auch der Vater von Jimmy und Jay Uso. Und nebenbei auch noch der Bruder von Umaga, den kennt ihr dann ja auch noch nachher aus seiner Zeit bei WWE, Intercontinental Championship, zweifacher. Also fand ich faszinierend. Also wenn ihr da irgendwie bei Wikipedia mal Anoa'i Family eingibt, dann bekommt ihr diesen ganzen Stammbaum und schon cool. Also nur mal kurz, dass ihr es mal gehört habt. Ihr wisst es bestimmt schon, aber einige wussten es vielleicht auch nicht. Ja, was haben wir gesehen? Was habe ich hier hingeschrieben? Man sieht, dass die Usos
Die Söhne von Fatou sind. Ja, das sieht man in der Tat vom Gesicht her teilweise. Du Fuchs, hast aber mal was herausgestellt. Ich recherchiere ja hardcore bis zum Ende. Ich dahin, wo es wehtut. Ja, das Match war, wie ich fand, relativ abwechslungsreich. Die Headshrinkers waren ja immer relativ spektakulär, finde ich, die ja auch sehr viel Flying Headbutts und generell viel Flying-Aktion durch den Ring zeigten. Was haben wir? Yoko zählt wie immer, war aber schon lange nicht mehr in den höchsten Card-Regionen, nachdem er ja den Titel gegen Bret Hart dann auch verloren hatte. Eingriff von Yoko, dann ein Superplex vom obersten Seil von Crush, Legdrop von Crush und Yoko hinterher, allerdings kein Pin. Und dann kam die Aktion des Matches, ich musste so lachen. Auf einmal kommt Lex Luger an den Ring. Das nutzte Samu oder Fatu, ich weiß nicht, aus, um einen Superkick gegen Crush zu zeigen. 1, 2, 3, die Headshrinker haben gewonnen und verteidigt. Aus irgendeinem Grund nimmt danach Crush Lex Luger auseinander, aber die Headshrinkers machen den Safe, sodass dann am Ende die Headshrinkers verteidigt haben und der gute Lex Luger entsprechend nicht verprügelt wurde. Sah Lex Luger mit seinem Badeanzug in Amerika-Flagge nicht geil aus? Ah, es war wunderschön, wirklich. Also immer so kurz vor, ich möchte meine Sexualität überdenken. Also Lex Luger ist großartig. Aber noch kurz vorher zum Match selber. Also hier, finde ich, hat Art Donovan auch wieder sich selbst übertroffen. Ich glaube, irgendwas hat er im Kommentar zu Yokozuna irgendwie gesagt, so von wegen, Gorilla, dann die Beine des Mannes sind ja größer als manche Oberschenkel. Und so ein Kram war auf jeden Fall wieder sehr lustig. Die Beine sind größer als die Oberschenkel? Aber Oberschenkel ist doch ein Bein. Beine des Mannes sind größer als manch anderer Oberschenkel, so hat er irgendwie gesagt, keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Nee, verstehe ich auch nicht. Okay. deswegen fand ich es so lustig. Genau, ja, auf jeden Fall, das war so seine Line, ich glaube, hat er relativ zu Beginn gesagt. Nochmal nachhören, oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Auf jeden Fall fand ich ganz lustig, dann immer so diese klassischen USA-Chants. Ne, die dann, sobald dann irgendwie die japanische Flagge geschwungen wurde. Was ich ein bisschen erschreckend fand, dass Yokozuna dann doch in den letzten Monaten ziemlich so degradiert wurde, ne? Von übermäßiger Monster-Sumo-Ringer-Status zu im Tag Team mit Crush und auch im Ring sehr, sehr farblos geworden. Also so das, ja, er hat ja auch, also der wurde ein Stück weit auch wirklich beerdigt. Er hat dann auch ein Sumo-Match gegen Earthquake noch verloren. Also, da ging es auch bergab. Aber auch Lex Luger, der hat ja ein King of the Ring Qualifying-Match gegen Jeff Jarrett verloren. Ja. Was war denn da los? Ja, und vor allem zu Kosten einer Fehde gegen Crush, ne, sozusagen. Also, selbst mit Eingriff ist das keine Meisterleistung. Und von daher, ich weiß nicht, man hat Lex Luger hier auch relativ schnell fallen gelassen, obwohl die Reaktionen auch hier wieder ganz gut waren. Hat vielleicht auch, weil er dann doch mehr Müsli gegessen hat, als Vince McMahon vielleicht wollte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war er nicht mehr das Aushängeschild, was man haben wollte. Ja, also ich guck mal. Nach WrestleMania 10 sollte Luger eigentlich eine zweite Fehde mit Mr. Perfect starten. Allerdings hat sich Kurt Hennig damals verletzt, sodass man anstelle, wie du sagtest, eben diese Fehde mit Crush gebracht hat. Und danach auch Richtung SummerSlam, da sprechen wir später, auch eine unglaublich katastrophale Storyline dann mit Crush, Million Dollar Man und Tatanka auf den Weg gebracht hat. Dazu aber später mehr. Aber das ist doch schon, sag ich mal, der D-Push für Lex Luger in die Midcard gewesen. Das muss man doch so knallhart sagen zu dem Zeitpunkt. Ja, er wurde wirklich genauso wie Yokozuna sehr schnell und krass fallen gelassen, nachdem man alles versucht hat, ihn da als neuen Hulk Hogan zu inszenieren. Erschreckend. Und gerade, ich glaube, auch erschreckend für ihn, wenn man sich dann in einer Fehde mit Crush wiederfindet. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen vorgreife, er ist auch nie wieder Richtung Titel oder so auf die Beine gekommen. Ja. Es gab nachher eine Tag-Team-Allianz mit Davey Boy Smith, aber da lief nicht mehr viel. Nee, da lief nicht mehr. Erst wieder bei der WCW, wo er dann, sage ich mal, in den Main Event gepusht wurde und auch als Star behandelt wurde. Hier war das nicht mehr der Fall.
Nee, also das war, fand ich, bemerkenswert. Auch wenn an dem USA-Gimmick nach wie vor festgehalten wurde, weil, also, das fand ich ganz komisch, wenn man auch irgendwie an seinem Gimmick etwas geändert hätte, vielleicht. Aber er war immer noch Mr. USA, der mit herrlichem Spandex-Badeanzug da an den Ring kommt. Ja, Hat mich alles, also doch ein bisschen verwirrt. Zumal, wie du auch sagst, die Reaktion jetzt nicht wirklich viel schlechter waren. Sie waren ja nie überragend, aber sie waren auch nie wirklich schlecht. Also die waren ja immer okay, sag ich mal, die Lex Luger da gezogen hat. Aber das war für mich wirklich in die Augen springend. Ein King of the Ring Qualifying Match gegen, auch wenn es Countout war, gegen Jeff Jarrett zu verlieren, um dann mit Crush zu fehden. Schlimmer kann es ja kaum kommen. nee, definitiv. Und wenn man jetzt noch mal zum Match selber, also dann kommt, da war ja, Dave Meltzer hat hier anderthalb Sterne gezückt, auch aussagekräftigen mich selber, hat das Match auch überhaupt nicht gepackt. Wen ich immer ganz unterhaltsam finde, vielleicht kann man da auch noch kurz was zu sagen, wo es jetzt zeitlich auch schon eng wird langsam, zu Jim Cornette. Ich muss sagen, also großartig, er hat ja auch dann im Laufe der Show auch noch ein Interview gegeben. Großartiger Mann, großartiger Manager. Muss sagen, dermaßen unterhaltsam, nur leider, nur ganz kurz, leider eben auch dann doch sehr in der Zeit stehen geblieben. Wenn man sich so heute mal auf Twitter anguckt, was er da so von sich lässt. Also er hat viele, Nazi-Vergleiche und so. genau, er hat viele gute Seiten und ist auch sehr politisch engagiert, so gegen Trump und so, was ich so mitbekomme. Und wie gesagt, halt auch wrestlerisch hat er schon auch manchmal ein paar gute Sachen, aber wie er da teilweise Kenny Omega, und sonst, wen da auch gerade generell dann japanisches Wrestling verteufelt. Ne, viele regen sich sehr auf. Ich denke mir nur so, ja, muss das sein. Aber dann so, wie hat er irgendwie auf Twitter geschrieben, ja, man kann ja auch, also so zum Thema Kenny Omega und warum man dann nicht, warum er denn sein Talent nicht anerkennen würde, hat er irgendwie gesagt, ja, man kann doch Hitler auch nicht für seine malerischen Künste loben. Ne, er bleibt ja trotzdem ein schlimmer, schlechter Mensch, sagen wir es mal so. So sinngemäß war das so sein Kontext. Warum sollte ich dann Kenny Omega loben? Und dann so ein Vergleich hinkt dann doch vielleicht ein wenig. Leicht. Gleich, ganz leicht. Und genau, also leider auch einer, der so sehr die 80er, 90er glorifiziert. Und ja, auch mit nicht so mit den Veränderungen des Wrestling-Business klarkommt. Das hast du schön gesagt. Wobei in Sachen Promo kenne ich keinen besseren. Also Bobby Also, Heenan vielleicht noch. Jim Cornette war so großartig, also Ja, das muss das man war schon sagen. überragend. Der Typ ist, der ist, glaube ich, auch einfach so. Das ist so Ja, ein genau. Duracell-Häschen, der kann nicht. Der muss labern, labern, labern. Genau, auf jeden Fall. Okay, du hast ja schon den Zeitfaktor angesprochen. Wir haben heute noch Genau, was vor. richtig. Als nächstes kam dann das Finale des King of the Ring Matches. Owen Hart gegen Razor Ramon. Wie gesagt, ich habe es ungespoilert geguckt und war mir sicher, dass Razor Ramon dieses Ding gewinnen würde. Er war over wie nichts zu der Zeit. Ich verstehe bis heute nicht, warum. Und ja, so ging es in das Match los. Warum Das verstehst du das nicht? Das ist doch eigentlich offensichtlich. Also, Razor Ramon ist einfach ein krasser, geiler Motherfucker. Ich fand den so scheiße immer. Ah, ich weiß Also, nicht. Der hat schon viel Charisma. Der ist halt im Ring jetzt nicht sonderlich gut, ja, hat er aber in der auch. Ausstrahlung und so, das ist schon, also schon so eine gewisse Anziehung einfach so. Aber warum sollte ich denn als kleiner Junge so einen arroganten Ja, Wichser gut, bejubeln? das ist eine gute Frage, klar. Ja, Und wie vielleicht, ja, die. aber vielleicht so diese Sehnsucht nach irgendwie auch so coolen Charakteren oder Sehnsucht halt im eigenen Leben dann vielleicht auch mal so cool zu sein wie Razor Ramon, wer weiß. Möglich, möglich. Aber wenn du dir die Reaktion anhörst, der Jubel, der kam, das waren kleine Kinder, die geschrien haben vor Begeisterung. Und Und das Frauen ist auch auf klar. jeden Fall, ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Er sah ja blendend aus, Definitiv, ja. muss man ja sagen. Okay, also, es war für beide jetzt das dritte Match des Abends, muss man dazu sagen. Das Timing stimmte nicht mehr immer, um es mal so zu sagen, erst recht nicht bei Razor Ramon, das sage ich hier auch ganz deutlich. Da war auch beileibe, wie du eben schon angedeutet hast, im Ring nicht immer alles Gold, was glänzt. Das Fünf-Sterne-Match gegen Shawn Michaels, da war er überragend gut. Das will ich gar nicht alles auf Shawn Michaels schieben, aber er braucht eben, wie wir schon angedeutet haben, einen guten Gegner. Owen ist so ein guter Gegner, das kann man sagen. Aber das Match war auch nicht verkehrt, aber es hat mich auch nicht so richtig mitgerissen. Es gab einen ganz intensiven Chokeslam von Ramon gegen Owen Hart. Dann ansonsten noch ein bisschen Technik. Side Suplex vom obersten Seil, auch von Razor Ramon gegen Owen Hart. Der hatte ordentlich Impact.
Dann, und da war der Moment sozusagen, wo klar war, was Enville hier wollte, griff Enville zugunsten von Owen ein gegen Razor Ramon. Und damit war klar, Enville jetzt auch auf der Seite der Heels gelandet, macht gemeinsame Sache mit Owen Hart. Der hat dann irgendwann den Flying Elbow Drop vom obersten Seil angesetzt. 1, 2, 3. Owen Hart hat das King of the Ring Turnier gewonnen. Danach hatten beide nochmal, also Enville und Owen, Razor Ramon auseinandergenommen. Ich habe mich riesig gefreut, dass Owen Hart das King of the Ring 94 gewonnen hat. Definitiv, also das war so dermaßen verdient. Und dann schließt sich halt dieser Kreis, warum ich diese Story auch so großartig finde, dass man hier jetzt als, in Folge dann eben seinen Bruder, also eben Owen Hart, gewinnen lässt und Bret Hart der erste King of the Ring war, nun Owen Hart in seine Fußstapfen tritt, gleichzeitig das aber auch als unglaublichen Sieg zelebriert, eben auch Unterstützung mit seiner einzig wahren Familie, wie er so sinngemäß gesagt hat, dass er, ja, also Jim Knight hat so der Einzige ist, auf den er zählen kann, das hat sich noch aufgeklärt und ausgezahlt. Großartig erzählt, das Match selber war nichts Besonderes, war viel zu kurz eigentlich auch für ein Finale, aber trotzdem, Owen Hart hat sich auch dermaßen gefreut und das dermaßen gut gemacht. Von daher fand ich diesen Payoff einfach großartig. Diese Geschichte, diese Fehde ist einfach so eine ganz großartig erzählte Brother gegen Brother Geschichte, also wunderbar und hat Spaß gemacht ihn dann auch siegen zu sehen, weil Razor Ramon hätte ich hier als Sieger jetzt nicht gebraucht. Umso schöner war es dann eben Owen Hart dann da auch dann den Respekt zu zukommen zu lassen. Genau, zukommen zu lassen, danke dir. Also du hast ja die Länge oder nicht vorhandene Länge des Matches angesprochen. 6,5 Minuten für ein Finale ist nicht viel. Das muss man ganz deutlich nicht, so sagen. Vor allem das Erstrundenmatch von Razor Ramon ging länger, ne? Ja, 8,5. Das war 2 Minuten länger. Und da war dann, vielleicht hätte man es taktisch klug anders bucken sollen, aber gut. Vor allem, weil Owen eben auch in diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt locker eine Viertelstunde gehen kann und Razor durch ein gutes Match bringen kann. Das hätte er locker geschafft. Er war on top of his game, hätte ich beinahe gesagt, Owen Hart damals. Gut, aber nichtsdestotrotz, zum einen habe ich mich riesig für Owen Hart gefreut, dem er immer so ein bisschen das Image anhaftete, wie Jesse Ventura auch sagte, The Shadow, immer im Schatten seines Bruders zu stehen. Hier hat er mal das Turnier gewonnen. King of Hearts hat er sich danach ja auch genannt. Und, kleinen Moment. Ja. Alles klar. King of Hearts hat er sich ja auch genannt. Und das war einfach ein toller Moment. Und es war vor allen Dingen nicht nur ein Moment, es war ein weiteres Puzzleteil in der Storyline um Bret und Owen. Ich sag nur, Richtung SummerSlam, da gab's noch ein bisschen mehr. Und auch eine Zahl wurde da gezückt von Dave Meltzer, die er sehr selten zückt. Darüber allerdings, wenn es dazu kommt. Bei der Krönung hat Owen Hart dann eben gesagt, Enville ist der Einzige, auf den man sich immer verlassen könnte. Ich habe ihm immer vertraut und jetzt hat es sich quasi ausgezahlt. Die Allianz zwischen Enville und Owen war damit zementiert. Und dann, als eigentlich alles vorbei war, oder willst du noch was dazu sagen? Nee, dazu nicht mehr, nee. Super. Als alles vorbei war, man hätte eigentlich jetzt nach Hause gehen können, kam ein Main Event, den eigentlich keiner brauchte. Wie will man sonst sagen? Genau, ja, also sehr. Also was heißt keiner brauchte? Ich liebe Roddy Piper. Ich liebe ihn als Wrestler, vor allem aber auch als Redner. Und dieses Interview, was vor dem Main Event er da noch geführt hat, oder diese Promo, die er gehalten hat, war so unglaublich großartig. Das Beste für mich persönlich auch an der Show. Ein unglaublich talentierter Redner, wirklich. Gehört zu den Besten seiner Zeit. Muss ich einfach sagen, ich weiß nicht, ob du dich an das Interview änderst. Natürlich. Genau, und auch unglaublich. Beschreib Oberkörper in Umkleidekabine. Genau, richtig, wie er dann da sich auszog und wie er einen fesselt. Und selbst da hatte ich kurz das Gefühl, dieses Match will ich doch kurz sehen. Dann ging das, als das Match anfing, wieder ganz schnell weg, das Gefühl. Aber er hat mich kurzzeitig gepackt und ich bin einfach ein ganz, ganz großer Fan. Und ja, er ist einer der Besten am Mikrofon. Ja, man kann hier eigentlich sagen, diese Paarung in Sachen Mic-Skills absolut Main-Event-würdig, in Definitiv, Sachen wrestlerischen Skills
bestenfalls Pre-Show, so ungefähr, genau, zumindest zu der damaligen Zeit, in dem Alter, die sich damals befanden. Also diese Fehde hatte halt auch bereits schon so kleine Macken, also wie du sagst, eigentlich Redner, also von den Promos her unglaublich gut, aber die Fehde wurde, sag ich mal, ein bisschen aufgebaut, dann es fing halt damit an, ich weiß nicht, ob du sonst, dass ich dir das jetzt vorwegnehme. Nee, mach mal, gerne. Und es fing halt damit an, dass Jerry Lawler sich über Piper's Pit lustig macht, über seinen Talkshow-Format in den 80ern, über Roddy Piper an sich und vor allem irgendwie weil Roddy Piper da immer so Charity-Dinger gemacht hat und Kinder im Krankenhaus besucht hat, darüber hat er sich halt lustig gemacht, über die Kinder im Krankenhaus und über die kranke Kinder im Krankenhaus. So, und Roddy Piper, dass er ihn da auch dann permanent zu den Kindern verbannen wird und hat ihn halt immer so herausgelockt, hat dann so einen Roddy Piper-Imitator, so einen ganz dünnen, blassen Jungen. Was war das eigentlich? Das war einfach nur so ein hergelaufener Kerl, ne? Genau, der hergelaufener Kerl, den sie da engagiert haben, der dann sich über Roddy Piper auch lustig machen sollte, am Ende Jerry Lawlers Füße geküsst hat, so um dann halt Roddy Piper zu einem Match herauszulocken quasi. Genau, aber es gab halt nie eine physische Interaktion oder eine Auseinandersetzung. Und irgendwie hat man, finde ich, gemerkt, auch in den Reaktionen, so genial Roddy Piper auch gewesen ist und dass das halt auch nichts mit Talent zu tun, war er dann doch immer die Nummer 2 hinter Hulk Hogan. Und ich finde, hier hat man das nochmal deutlich gemerkt. Vielleicht lag es auch an der Zeit, dass die 80er-Wrestler einfach nicht mehr so gut gezogen haben. Aber er war halt immer die Nummer 2. Er stand immer hinter Hulk Hogan, obwohl er in allen Belangen besser war. Und er konnte nicht so richtig ziehen, also da auch im selber die Reaktion, als er rauskam, waren gut, aber im Match selber konnte das Publikum nicht mitnehmen. Und wie du gesagt hast, man hat sich auf die Promos gefreut, aber das Match selber war grausig. Muss man so sagen. Kurz zu Piper noch. Piper ist der geborene Heel, finde ich. Also er war ein super Gegenpart zu Hulk Hogan. In den 80ern war es auch überragend, was die beiden dann teilweise hatten. Als Face hat er auch funktioniert, aber eben nur für diese, ich sag mal, für eine bestimmte Fanbase, für die Piper-Fans, wie du ja auch so ein lupenreiner Piper-Fan bist sozusagen. Ja. Er ist nicht der Typ, wo sich kleine Kitties, sag ich mal, mit freiem Oberkörper, so wie das Hulk Hogan immer schön gemacht hat, seine Pose da ins Kinderzimmer hängen und sagen, boah, der ist auch cool. Seine Promos zu differenziert gewesen. Also es schaffen ganz wenige Faces, die da, sag ich mal, so wie Bret Hart zum Beispiel, der kann diesen schmalen Grat und dieses Echte halt auch als Face herüberbringen mit seinen Promo-Skills, aber Roddy Piper war halt da in seiner Hero-Rolle schon, in seiner Person auch einfach schon viel zu differenziert mit seinen Promos, dass das einfach nicht mehr so angenommen werden konnte. Sondern vom breiten Mainstream-Publikum sozusagen. Genau, weil dafür war er einfach zu verrückt, stellenweise. Ja, auf jeden Fall. Okay, du hast das Match schon mal angesprochen. Ganz kurz nochmal dazu, wir wollen ja auch nochmal fertig werden. Also wie gesagt, ob das jetzt ein guter Main-Event war, weiß ich nicht. Lawler man hätte konnte das tauschen sollen. Man hätte das Finale und dann die Zeit, die man dann hätte, hier 7 Minuten, sage ich mal, Roddy Piper, Jerry Lawler geben sollen und dann 15 Minuten Owen Hart und Razor Ramon. Ja, denn die beiden haben hier nämlich über 12 Minuten bekommen und das war, kann man drüber nachdenken. Dafür war Jerry Lawler modetechnisch ganz weit vorne. Er kam in einer herrlichen Leggings-Unterhose da an, wo auch kleine Krönchen drauf waren. Guckt's euch mal an, großartig. Piper, wie gesagt, körperlich unglaublich fit. In Klammern habe ich auch geschrieben, legal, Fragezeichen, man weiß es nicht genau. Was man auch sagen muss, Piper, Baujahr 54, der Kerl war gerade 40, Lawler, Baujahr 49, also Mitte 40 waren die beiden zu dem damaligen Zeitpunkt. Entsprechend war wrestlerisch in Sachen Technik und Speed nicht mehr viel zu wollen, daher auch viel Oldschool gebrawlt. Ja, aber auch die Geschichte an sich immer, dass Jerry Lawler dann auch wie so ein blöder, dummer Heel dann ganz halt auch immer so auf dieses auf diesen Imitator, der inzwischen übrigens mit Roddy Piper zusammen zum Ring gekommen ist, das sollte man vielleicht noch erwähnen, also er hatte ihn irgendwie auf seine Seite gezogen und so, dass dieser einzige Imitator von Roddy Piper eben in der Ecke von Roddy stand, und dann aber auch immer so Jerry Lawler auf ihn dann so fokussiert war, und das hat auch immer so die Lust direkt am Match genommen, und dann das Finish, Ich wollte ganz kurz vorher noch was sagen. Also eine Aktion, die mir hier sehr, sehr deutlich gezeigt hatte, oder das deutlich unterstreicht, was du gesagt hattest. Während des Matches konnte Jerry Lawler seinen Piledriver anbringen. Das war sein Finishing-Move, muss man dazu noch sagen. Roddy Piper konnte auskicken. Das Publikum hat das mit gähnender
Leere und Schweigen zur Kenntnis genommen. Ich habe auch, glaube ich, noch nie so einen Piledriver ohne so wenig Impact gesehen. Ja, also da hätte man eigentlich durchdrehen müssen, wenn man weiß, was hier erzählt wurde. Es hat schlicht keinen mehr interessiert. Okay, du zum Finish. Nee, genau, ja, zum Finish wollte ich einfach sagen, dass der leider auch verbotscht wurde. Gnadenlos. Gnadenlos, also es war die Idee, dass man hier ein Bridge-Back-Suplex da, also so ein ins Ziel bringt. Ne, Jerry Lawler war wieder mal abgelenkt durch den Typen da außerhalb, der ja auch dann, sag ich mal, einen Heel-Sieg von Lawler verhindert hatte, der seine Füße auf dem Seil hatte. Genau, dann Lawler, Piper hat dann leider den Back-Suplex oder Bridge-Back-Suplex da so voll versaut und ja, dann war das ein sehr, sehr, sag ich mal, verzweifelter Roll-Up irgendwie und das ja sah noch traurig aus und dementsprechend leider auch ein unrühmliches Ende oder eben passendes Ende für ein unrühmliches Match. Ja, hast du schön gesagt. Also eigentlich die wichtigen Aktionen wurden wirklich verbotscht. Also Piper hat auch zwei Bulldogs noch gezeigt, wobei gerade der zweite eine absolute Katastrophe war. Der ging sowas von nach hinten los. Und du hast eben schon gesagt, dieser Suplex, der eigentlich mit Brücke gehen sollte, das war eigentlich, ein Side-Suplex. Der ein ganz normaler, stinknormaler Side-Suplex, genau, ja. Der danach einfach dann, oh, jetzt ist er fertig, ich cover mal. So kannst du eigentlich kein Match beenden, nach so einem Standard-Move in Anführungszeichen. Hat man hier aber gemacht, weil er eben verbotscht war. Und was haben wir dann gesehen? Ein bescheidenes Feuerwerk zum Schluss. Das uns doch an die Gegenwart erinnert, wo eigentlich auch gar kein Feuerwerk mittlerweile mehr aus Kostengründen da ist. Genau. Piper gewinnt, interessiert hat es die wenigen. Schön, die beiden alten Säcke im Ring gesehen zu haben. Wer drauf steht, wer nicht, hat hier ein, wie Meltzer findet, ein Sternematch gesehen. Ich möchte ihm nicht widersprechen in diesem Fall. Und King of the Ring war vorbei. Ja. Genau, was würdest du da als Fazit sagen? Also Wie viele Punkte würdest du geben der Show? Ja, schwer. Ich würde 6 Punkte geben, weil das Storytelling eben richtig, richtig gut war in den entscheidenden Momenten und weil wir eben doch auch tatsächlich 3 ordentliche Matches gesehen haben und weil einfach das Storytelling zu der damaligen Zeit richtig passte. Weil irgendwo zwischen 5 und 6 Punkten würde ich geben. Ja, also da bin ich auch. Ne? Ich mache mal Mittelding, wenn du 6 sagst, sage ich 5,5. Aber du hast grundsätzlich recht. Also wir haben hier 3 ordentliche Matches gehabt und vor allem halt die Hauptmänner Owen Hart, Bret Hart und der 1-2-3-Kid, die wieder herausragend und auszeichnend waren. Davon abgesehen, eine großartige Promo von Roddy Piper. Da kann man schon, also es war kein Totalausfall. Es war kein herausragendes Stück Geschichte, was wir gesehen haben, aber wir haben einen guten Pay-Per-View, der zu Unterhaltungszwecken, wenn man gerade nichts zu tun hat und vielleicht schon alle Climax-Shows gesehen hat, da kann ich immer so ein bisschen einen Bock auf Nostalgie hat, kann man sich den angucken. Wollte ich sagen, also für Nostalgiker einen Blick wert, alle anderen sollten den Blick eher nach Japan richten. Genau, und ja. Ne, nee, wie so gesagt, also gerade auch heutzutage gibt es auch, oder generell auch von früher gibt es noch viel mehr, was man sich angucken kann. Das gehört jetzt nicht zu den wichtigsten. Aber wie gesagt, es war unterhaltsam und uns hat es dann doch auch irgendwie Spaß gemacht, weil man, wie gesagt, da ist auch viel, also bei den Matches denkt man sich dann doch mehr als vielleicht dann doch heutzutage, auch die Fäden und die Matchpsychologie ist differenzierter teilweise. Absolut. Wobei es im Ring heute deutlich besser ist. Natürlich, genau. Das kommt jetzt zu mir. Gut, damit sind wir fertig. Mal gucken, wann wir es bringen. Und wir garantieren euch, der nächste Flashback zum SummerSlam 94 wird nicht so lange dauern. Da ist der Kalender ein strenger Diktator. Wir wollen ja gerne im Vorbereich vielleicht zum SummerSlam das bringen. Wir tun unser Bestes, sagen wir es mal so. Marvin, in dem Sinne, schönes Wochenende und bis die Tage, ne? Genau, vielen Dank fürs Zuhören und adios. Tschüss.